Wir kommen damit zum Tagesordnungspunkt 7 der Haushaltssatzung selbst. Mir liegen Ersetzungsanträge von Freien Wähler, Freie Bürger, AfD und Dissidenten vor, die dann auch zunächst eingebracht werden können, wenn gewünscht. Wir steigen ein mit der Fraktionsrunde. Und Fraktion Die Linke könnte dann starten. Bevor wir aber einsteigen, gestatten Sie mir als Verwaltung einige Sätze vorneweg. Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, bevor wir in die Beratung und Beschlussfassung des Haushalts einsteigen, einige Worte aus Sicht der Verwaltung. Wir haben exakt vor genau 3 Monaten habe ich hier den Haushalt in den Stadtrat eingebracht, vor 5 Wochen dann nochmal die Auswirkung der November-Steuerschätzung Ihnen vorlegen können. Bei allen Diskussionen und Berichten über Änderungen im Entwurf der letzten Tage bleibt vor allem eines festzuhalten: Der Haushaltsentwurf der Verwaltung wird auch von der Mehrheit des Rates fast vollständig mitgetragen. In den grundlegenden Prioritätensetzungen von mehr als 2 Milliarden Euro sind wir uns einig und finden dies ein gutes Signal. Es ist auch richtig und zutiefst demokratisch, dass der Rat und die einzelnen Fraktionen ihre politischen Schwerpunkte setzen. Dazu gehören die Mittelverteilung aus der Novembersteuerschätzung, genauso, wie wir es auch gerade schon diskutiert haben, die Ausfinanzierung des ÖPNVs in unserer Stadt und einzelne Positionen, ob das im Sport, im Jugend-, im Sozialetat angeht. Warum einzelne Mitglieder hier dies permanent zu einem Grundsatzkonflikt zwischen mir und dem Rat hochstilisieren, erschließt sich mir ehrlich gesagt nicht. Durch eine konsequente Vorarbeit der Verwaltung und eine sehr engagierte Verhandlung und Kommunikation zwischen den Fraktionen werden wir heute einen Haushalt für die kommenden 2 Jahre beschließen. Um diese Planungssicherheit und die Dimension unserer Investitionen beneidet uns eine große Zahl von Kommunen. Eines sollten wir dabei nicht vergessen, dass wir weiterhin große Millionenbeträge in die Schulen und die städtische Infrastruktur stecken können, verdanken wir einer starken und bisher krisenfesten Wirtschaft. Es gibt durchaus Anzeichen, dass Dresden auch in dieser Hinsicht weiter wachsen wird. Man nehme nur die milliardenschwere Ausbauentscheidung von Infineon. Trotzdem dürfen wir auch vor den globalen Risiken, die auch vor Dresden nicht halt machen, nicht die Augen verschließen. Meine Damen und Herren, da die Gerüchteküche ja schon wieder absurde Blüten treibt, will ich eines gleich vorweg sagen, bevor Sie jetzt gleich in die Debatte einsteigen. Wenn der Haushalt heute mit den mir vorliegenden Anträgen beschlossen wird, ich meine damit den federführenden Ausschussbericht, sehe ich keine so gravierenden Gründe für einen Widerspruch. In Abstimmung mit der Fachbediensteten für das Finanzwesen, Frau Möckel, sehe ich es aber sehr wohl als meine Pflicht an, sie auf bestimmte Risiken in den Änderungen hinzuweisen und auch natürlich die Risiken, es ist nicht klar, ob das die Landesdirektion als Aufsichtsbehörde eben auch kommentarlos dann akzeptiert. Auf Basis der November-Steuerschätzung habe ich Ihnen einen Änderungsantrag vorlegen können, der neben nochmal zusätzlichen Mitteln für viele Thematiken ein freies Finanzvolumen von rund 52 Millionen Euro bis 2027 aufgezeigt hat. Mit dem interfraktionellen Änderungsantrag werden für 2023/24, anders als dargestellt, keine Umverteilung vorgenommen, sondern rund 100 Millionen Euro und bis einschließlich 2027 weitere 30 Millionen, also insgesamt 130 Millionen Euro in den Haushaltsplan zusätzlich eingestellt. Die dafür vorgesehenen Deckungsmittel sind teilweise mit erheblichen Risiken behaftet. Ich könnte es auch ein bisschen anders formulieren. Es ist an manchen Stellen schon ganz schön kreative Buchführung. Der interfraktionelle Änderungsantrag führt im Ergebnis
zu einem Fehlbetrag im Zahlungsmittelsaldo als Verwaltungstätigkeit in den Jahren 2023 und 2024 sowie einen Fehlbetrag des Finanzhaushaltes in den Jahren ab 2024 bis 2027. Auch wenn die Beträge im Verhältnis zum Gesamthaushaltsvolumen nicht erheblich sind, wird dies kritisch durch die Landesdirektion geprüft werden. Auf dieses Risiko will und muss ich Sie explizit hinweisen. Welche Punkte dies sind, werde ich nun im Einzelnen darlegen. In meinem Änderungsantrag vom November waren 70 neue Stellen enthalten und finanziert. Kritisch ist, dass diese heute auf 119 Stellen aufgestockt werden soll, ohne dass gleichzeitig die Mittel adäquat steigen. Heißt, dass rund 50 Stellen schlicht nicht ausfinanziert sind. Dies bedeutet, dass wir sowohl unterjährig als auch mit dem Haushalt 2025/26 hier nachsteuern müssen. Mir ist bewusst, dass die Frage der Finanzierung von DVB und Beta GmbH zu den sogenannten Sollbruchstellen gehören. Fakt ist aber, der Verzicht auf eine Erhöhung der Einnahmen aus den Parkraumbewirtschaftungen ist nur für die Jahre 2023 und 2024 im Änderungsantrag berücksichtigt. Dies bedeutet, dass wir spätestens in 2 Jahren wieder grundlegend über die ÖPNV-Finanzierung sprechen müssen. Das ist so ein Teil nochmal auf die Antwort von Ihnen, Herr Dr. Schulte-Wissermann. Angesichts der teilweise dramatischen Kostenentwicklung bei der DVB könnte dies auch schon wesentlich früher sein. Ich appelliere daher an uns alle, dass wir die kommenden Monate nutzen sollten, über eine dauerhafte und nachhaltige Finanzierung der DVB weiterhin zu sprechen. Es muss uns um eine Lösung gehen, die sowohl für die Stadt als für die TVD und natürlich die DVB Planungssicherheit bringt. Die Finanzierung der Dresdner Beta GmbH wird heute auch nur für das Jahr 2023 beschlossen. Was noch gravierender ist, der Auftrag an mich hier 2,125 Millionen Euro in den Haushalt einzustellen, erfolgt ohne Deckungsvorschlag und führt damit zu einer weiteren Ausweitung der bereits erwähnten Fehlbeträge im Finanzhaushalt. Gestatten Sie mir noch einen Hinweis zu dem sogenannten Haushaltsbegleitsbeschluss. In der zurückliegenden Debatte wurde immer wieder kritisiert, der Oberbürgermeister hätte kein Geld für dieses oder jenes Projekt im Haushalt eingestellt. Zur Wahrheit gehört daher aber auch, dass der Stadtrat diese Finanzierung schon im letzten Doppelhaushalt explizit nur für 2 Jahre festgeschrieben hatte. Nur um ein Beispiel zu nennen, wenn der Rat eine dauerhafte Unterstützung der Hebammen will, dann sollte er es auch in der mittelfristigen Finanzplanung fortschreiben. Und das gilt für alle Positionen, die da drin sind. Sie sind immer für 2 Jahre beschrieben und fallen dann wieder auf Los zurück. Und es gilt immer wieder eine Debatte um Priorisierung dafür zu machen. Und deswegen ist dieses dann natürlich mit den Betroffenen auch entsprechend so zu diskutieren und gehört zur Ehrlichkeit des Haushaltsplanentwurfs dazu. Sehr geehrte Mitglieder des Stadtrates, trotz dieser kritischen Punkte danke ich Ihnen für die Arbeit der vergangenen Monate und Tage. Ich danke auch Frau Möckel und dem Team der Kämmerei, die immer wieder neue Rahmenbedingungen zu beachten haben und gleichzeitig mir und den Fraktionen beratend zur Seite standen. Ich hoffe sehr, dass die im Haushalt aufgezeigten Entwicklungen in unserer Stadt weiter anhält, also insbesondere die positive Einnahmesituation, sodass was ja im Wesentlichen dann über Ausgabeposition zusätzlich gewünscht wird, auch zu finanzieren ist. In diesem Sinne erstmal vielen Dank und wir steigen ein in die Debatte. Und bei der Debatte haben wir, wie gesagt, 3 Ersetzungsanträge und ich darf Sie in der Reihenfolge aufrufen und wenn gewünscht wird, dass Sie entsprechend vorgestellt werden können. Freie Wähler, freie Bürger. Herr Lippmann, bitteschön.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr verehrten Damen und Herren im Saal, vielen Dank für die Ehre, heute als Erster sprechen zu dürfen zum Haushalt, obwohl wir nicht zu den haushalttragenden Fraktionen gehören. Das Paket liegt vor. Fünf Fraktionen haben sich besonders bemüht, dass dieser Termin heute Bestand hat, dass wir also heute über den Haushalt 23/24 befinden können. Und ich möchte, oder wir möchten, das Bemühen ausdrücklich gut befinden, ausdrücklich würdigen. Es hat Nachtsitzungen gegeben, haben wir gehört, und einige andere Dinge. Ja, das ist in Ordnung und überhaupt nicht zu beanstanden. Der Oberbürgermeister hat zu seiner Sichtweise auf den Änderungsantrag, der von den fünf Fraktionen eingereicht worden ist, eben Stellung genommen. Soweit, so gut mit dem Haushalt? Nein, aus unserer Sicht, und das ist die Binnensicht einer Fraktion dieses Stadtrates, können wir nicht zufrieden sein, weder mit dem Inhalt noch mit dem Verfahren. Zum Verfahren: Die Fraktionen haben sich, wie gesagt, bemüht. Wir können das nur annehmen. Die Bemühungen sind weniger in den dafür zuständigen Ausschüssen erfolgt als in Hinterzimmern, in Fraktionsräumen, keine Ahnung, wo auch immer. Obwohl die CDU mit 28.11. eine Presseerklärung herausgegeben hat, dass sie die Koalition aufkündigt, hat es dann doch wieder Gespräche gegeben. Man war sich nicht ganz sicher, ob die vier Fraktionen ausreichend sind. Die FDP wurde dazugenommen, insoweit waren es fünf. Das müsste reichen für die Beschlussfassung. Und insoweit war dies auch dann der Anlass, dass wir nicht einbezogen worden sind. Die Sondersitzung des Finanzausschusses am vergangenen Montag blieb ohne weitere vorlagenmäßige Erkenntnisse. In der Beratung wurden uns dann 23 Seiten Änderungsanträge auf den Tisch gelegt. Noch während dem Verteilen dieser druckfrischen Dokumente wurde die erste Beschlussfassung zu den Einwendungen des Haushaltes vollzogen, die ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht auf dem Tisch liegen hatte. So etwa lief das ab, und es war das feste Bemühen erkennbar, am Montag einen Beschluss herbeizuführen. Wie gesagt, 23 Einwendungen mit, reichlich 100 Millionen Euro Umfang. Das ist nicht wenig und auch keine Kleinigkeit. Wir hätten zu dem Zeitpunkt und zum Inhalt gern noch etwas mitgesprochen. Wir möchten dieses Verfahren ganz scharf kritisieren. Es ist undemokratisch, drei Fraktionen außen vor zu lassen. Es ist außerdem unkollegial und es bringt die Spaltung in diesem Stadtrat weiter voran. Sie haben uns mit den Verhandlungen außerhalb der Ausschussräumlichkeiten und exklusive zur Opposition gemacht, wider Willen. Wir hätten gern etwas mitgespielt und hätten vielleicht auch den einen oder anderen Beitrag leisten können. Das sind sicher nicht die großen Positionen gewesen, und es ist uns völlig klar, dass sie, wie die Mehrheitsverhältnisse sind, und dass sie unsere Anträge möglicherweise auch überstimmt hätten, ist ja ganz klar. Aber dass man nicht mal den Versuch unternimmt, sondern uns quasi sagt: Wir brauchen nicht nur eure Stimmen nicht, wir brauchen auch eure Hinweise, eure Kompetenz, euer Mittun nicht. Das ist schon irgendwo ziemlich arrogant und sehr bedauerlich für die weitere Arbeit hier im Rat. Ja, zudem ganz nebenbei bemerkt, der Oberbürgermeister hat das jetzt so etwas klein geredet. Er hat genauso wie wir vor den Anträgen am Montag gesessen, hat auch geäußert, dass die Rechtmäßigkeit und die Deckungsfähigkeit ad hoc natürlich nicht sofort festgelegt und ausgewiesen werden konnten. Insofern ist die Genehmigungsfähigkeit noch in Frage gestellt.
Wir gehen einfach mal davon aus, dass das alles Kalkül ist. Die Landesdirektion wird diesen Haushalt genehmigen, sie wird ihn mit möglicherweise Auflagen genehmigen und die paar Kleinigkeiten können wir im Nachgang regeln. Ob das eine sehr seriöse Herangehensweise ist, lasse ich mal dahingestellt, aber ich stelle die Frage hier trotzdem in den Raum. Was wäre eigentlich passiert, wenn Sie uns, Sie bitte zum Schluss, vielleicht die anderen Fraktionen, mit einbezogen hätten? Vielleicht hätten wir so den Haushalt mittragen können, vielleicht hätten wir ihn besser verstanden und vielleicht hätte sich dann anschließend auch das Klima und die Diskussionen hier im Rat etwas verbessert. Nun, wir werden uns heute nicht mit Sekundenkleber an die Fraktionstüren kleben. Wir werden diesen Haushalt heute nicht mittragen können. Wir haben einen Ersetzungsantrag eingebracht und der Vorsitzende wird ihn dann vorstellen. Wir haben eine Reihe inhaltliche Anmerkungen. Dafür ist jetzt die Zeit nicht mehr gegeben, aber wichtig war uns, dass wir hier an dieser Stelle dieses Verfahren kritisieren und vielleicht kommen wir mal zu besseren Verfahren in Zukunft. Sie hatten sich es eigentlich alle gewünscht, aber beim Thema Haushalt. So, Herr Lippmann, jetzt ist wirklich aber Schluss mit der Redezeit. Habt ihr es zum dritten Mal jetzt mahnend eingegriffen? Will auch noch mal, Sie sind ja ein alter Hase. Wenn auch ein junger Hase jetzt wieder im Stadtrat. Ich hatte aufgerufen, Änderungsanträge einzubringen. Sie haben jetzt die Haushaltsrede hier gehalten. Ich habe es jetzt mal durchlaufen lassen, will aber jetzt auch die nächsten einmal darauf. Wir sind zunächst in dem Punkt, dass wir die Änderungsanträge einbringen und danach steigen wir in die Fraktionsrunde ein. Und da sollten sich auch alle bitte schön daran halten. So, jetzt als Vielen Nächsten Dank. Darf ich fragen, Ersetzungsantrag AfD-Fraktion. Bitte schön, Frau Schöps. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich kann mich weitgehend der Kritik meines Vorredners anschließen, aber es geht ja jetzt um unseren eigenen Ersetzungsantrag hier zum Haushalt. Und zwar hatte ich den Eindruck, als ich den Haushalt gesehen habe, ich habe so einen Blumenstrauß vor mir. Und Sie wissen, so ein Blumenstrauß, den man auf der Wiese pflückt, da sind viele Farben dabei. Jeden, dem man den Blumenstrauß zeigt, entdeckt seine Lieblingsblumen. Manch einer entdeckt da irgendwelches Gestrüpp, manchmal auch Dornen, Disteln. Und vielleicht die eine oder andere Blume sieht ganz toll aus. Und wenn die dann zu Hause der Strauß in der Vase stellt, dann fallen die Blütenblätter sofort ab oder die fängt irgendwie komisch an zu riechen. Sie kennen das ja alles. Und genauso war das halt mit dem Haushalt auch. Und wir als AfD haben uns hier so ein bisschen als Florist betätigt und mal versucht, so die gröbsten Fehlerchen in dem Strauß zu beseitigen, damit er einfach schöner und vielleicht auch für unsere Bürger besser anzuschauen ist. Der Oberbürgermeister hat ja in seinen Haushaltsprioritäten einige sehr hübsche Blümchen mit platziert, deren Inhalt, wenn man die Prioritätensetzung nimmt, natürlich ziemlich unscharf ist, aber ich will mal auf einige eingehen. Also Digitalisierung und ermöglichende Verwaltung, das war so ein Stichwort. Wir unterstützen das grundsätzlich, die Verwaltung zu digitalisieren, denn dadurch haben wir natürlich mehr Potenzial für Einsparungen, letztlich weniger Staat und am Ende auch mehr Bürgerfreundlichkeit. Digitalisierung darf natürlich nicht bedeuten, dass es Digitalisierung zum Selbstzweck ist, sondern und dann eben neue Planstellen schaffen. Wir haben das ja gesehen, es gibt trotzdem neue Stellen und uns haben sie vorher gesagt, ja, Digitalisierung, Sportstellen ein, da werden viele Leute arbeitslos und so weiter. Aber es ist alles nie so in Dresden, in der Stadtverwaltung, komischerweise brauchen wir immer mehr Stellen, um die Digitalisierung durchzusetzen. Wie gesagt, es muss möglich sein, Personal dann auch entsprechend umzuplanen, neu einzuplanen, um die Einsparung möglich zu machen. Und mich wundert es sehr, dass die sogenannten haushaltstragenden Fraktionen dann auch diese Aufwendung für die Digitalisierung von Aktenbeständen so drastisch runtergekürzt haben. Sie wollten doch diese modernen Arbeitswelten am Ferdinandplatz unbedingt jetzt so durchziehen, wollten das neue Gebäude bauen und warum stellen Sie jetzt kein Geld an, um das dann umzusetzen? Wir können es nicht nachvollziehen, aber sei es wie es ist, wir werden das so nicht mittragen. Und nun bin ich auch schon beim nächsten Punkt. Verwaltung muss insgesamt effizient sein. Das betrifft besonders Bauprojekte und es wird mit uns in diesem Haushalt und in weiteren Haushalten und generell keine weiteren und überhaupt keine Prunkbauten à la Ferdinand Platz geben. Da wird die AfD einfach in Zukunft auch nicht mitmachen. Das sei hier gesagt. Besonderer Schwerpunkt in dem Bereich, wo ich gerade bin, ist natürlich auch die Sicherheit.
Wir wollen 19 zusätzliche Stellen in der besonderen Einsatzgruppe des gemeindlichen Vollzugsdienstes schaffen, mehr Sicherheit auf die Straße bringen, und die Ausrüstung für diese Personen muss natürlich auch finanziert werden, und entsprechend sollen auch Diensthunde angeschafft werden. Ein Punkt, der uns weiter sehr am Herzen liegt, ist die exzellente Bildung. Da sehen wir eine schöne, wunderschöne, große blaue Blume, passend zur AfD vor uns. Denn das umfangreiche Schulbauprogramm tragen wir so mit. Allerdings mit dem Zusatz, dass die Baukostensteigerung, die es möglicherweise gibt und die zu erwarten sind, auch im Haushalt irgendwo eingeplant werden muss, denn sonst ist das nicht wirklich seriös. Allerdings sehen wir ideologische Einfallstore, wie zum Beispiel die Familiengrundschulzentren oder auch die Unischule, sehr kritisch und wollen das in unserem Antrag deshalb auch so streichen. Als exzellente Bildung ordnen wir auch die Absenkung der Elternbeiträge für die Kitas ein. Damit wollen wir die Dresdner Familien bis zum Jahre 2027 in Höhe von 31,1 Millionen Euro entlasten. Das ist sehr, sehr viel, und ich denke, das wird gerade in den kommenden wirtschaftlich eher schwierigen Jahren vielen Familien auch helfen und vielleicht auch dem einen oder anderen mehr Mut machen, doch noch ein Kind zu bekommen. Wir haben ja sinkende Geburtenraten überall. Drastisch sinkende Ursachen ist natürlich ein anderes Thema. Auch der Zuschuss für das Schulwesen, Schulessen, der Zuschuss für das Schulessen haben wir noch mit eingestellt, und eine Sanierung des Altbaus, des Alumnats, des Kreuzchores, da wollen wir auch noch zusätzliche Mittel mit zur Verfügung stellen. Der nächste Punkt ist Miteinander einer aktiven Bürgerschaft. Kann man sich sehr viel darunter vorstellen. Es ist hier so ein bisschen im Hinterkopf immer die sogenannte ominöse Zivilgesellschaft, die man unbedingt noch unterstützen will und so weiter. Es ist letztlich ein Netzwerk linker Gruppen, wollen wir nicht. Wir wollen die echten Bürger von Dresden, die echte Bürgerschaft fördern. Und zwar durch die Stärkung von Sport und Ehrenamt, mehr Bürgerbeteiligung, zum Beispiel durch Bürgerumfragen. Die Wirtschaft soll in Dresden auch zukunftsfähig sein, zukunftsfähiger Wirtschaftsstandort. Das bedeutet, dass wir auf keinen Fall für Millionen die runtergekommenen Vonovia-Wohnungen kaufen wollen, sondern lieber familiengerechte Wohnungen fördern, familiengerechtes Wohnen, intergenerationelles Wohnen, damit Dresden einfach attraktiver für junge Familien und damit auch echte Fachkräfte wird. Noch wichtig ist mir noch, die Redezeit ist schon überschritten, ein Punkt, und zwar haben wir uns mit unseren Stadtbezirksbeiräten verständigt. Wir wollen vorschlagen, dass die Straßenbahnlinie in Schönfeld-Weißig nicht nur so ein kleines Stück verlängert werden soll, sondern richtig bis ans Gewerbegebiet rein, damit dort die Ortschaft, laut Meinungsvertrag war das ja so vereinbart, dann mit ans Straßenbahnnetz von Dresden angebunden wird und auch die Verkehrslage im Dresdner Nordwesten damit deutlich entspannt wird. Zu den anderen Punkten und zum Grundsätzlichen am Haushalt werden dann weitere Redner meiner Fraktion noch Stellung nehmen. Ich bedanke mich an dieser Stelle. So, und dann habe ich noch einen dritten Ersetzungsantrag am vorliegenden Dissidenten. Herr Schmelig, bitteschön. Sehr geehrter Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, nun, es ist kein Ersetzungsantrag. Es steht zwar drüber, aber es ist keiner, es ist ein Ergänzungsantrag. Ich will ihn aber trotzdem vorstellen und gleichzeitig mich bei den Haushaltsjongleuren, also dieser Mitte-Rechts-Koalition, dafür entschuldigen, dass ich sehr milde mit Ihrem eigenen Antrag umgehen, aber Sie freuen sich bitte nicht zu früh, der Licht, die kommt noch. Und deshalb ist es mir ein besonders wichtiges Anliegen, nachdem wir unseren Antrag ja bereits vor der Finanzausschusssitzung eingereicht haben, ohne jegliche Reaktion, haben wir nochmal die Dinge, die in den Änderungsanträgen der Haushaltsjongleure enthalten waren, runtergenommen, korrigiert. Es blieben dann aber immer noch einige übrig, die wir hier gerne einbringen wollen. Wir halten es für wichtig, dass entsprechende Mittel für einen Wärmeplan bereitgestellt werden. Wir halten eine auskömmliche Finanzierung der Straßenbahnlinie 13 für absolut erforderlich und notwendig und wollen auch dafür entsprechende Mittel einstellen. Ebenso wichtig ist uns die Renaturisierung des Kaisbaches, der
auch nur unzureichend ausfinanziert ist. Auch für den Promenadenring sind unzureichende Mittel eingestellt. Zwar sind auch Mittel für die Tafel in dem Änderungsantrag enthalten, aber hier rein konsumtive Mittel. Wir hielten es für wichtig, der Tafel einmalig 250.000 Euro für die Sanierung eines Daches dergestalt zur Verfügung zu stellen, weil das die Grundvoraussetzung ist, dass dort eine Photovoltaikanlage überhaupt aufgesetzt werden kann. Wir halten es ebenfalls für wichtig, dass, auch das ist zumindest mit einem Minibetrag untersetzt in dem Antrag, dass wir endlich einen Einstieg in die Mieterinnenbeteiligung, insbesondere erst einmal bei unserer WED, in Angriff nehmen, weil bei Fremdmietern oder bei Fremdvermietern haben wir da so entsprechend keine Möglichkeiten. Nun, sollten Sie auf die Idee kommen, zu kritisieren, dass wir keinen Kostendeckungsvorschlag gemacht haben, dann würde ich mich an Ihrer Stelle schamvoll in die andere Richtung dieses Plenarsaals wenden. Denn das, was in dem Antrag der, ich weiß, mir fehlen immer die Worte, ist ja keine GroKo, dieser Rechts-Mitte-Koalition, an Finanzierungsvorschlägen drin ist, das ist schon sehr abenteuerlich. Unverifiziert tauchen dann diese 5 Millionen für die Sparkasse auf, warum nicht 10 Millionen, würde ich mal fragen. Genauso seltsam Wegstreichung von Digitalisierungsmitteln. Es ist ebenfalls doch höchst bemerkenswert, und das möchte ich an einem Beispiel festmachen, ich könnte das gesamte Finanzierungspaket mir anschauen, dass einerseits sehr großzügig die Mittel ausgeweitet werden für Projekte der Jugendhilfe, auf der anderen Seite bei der Hilfe zur Erziehung Geld gestrichen wird in erheblichem Umfang. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass dies ganz bewusst passiert, weil man sehr genau weiß, dass Hilfen zur Erziehung Pflichtaufgaben der Gemeinde sind. Und natürlich weiß man, wenn das 2024 Geld fehlt, na ja, dann muss es schon irgendwie aufgebracht werden. Also, zusammenfassend, um die Wünsche einer Fünferkoalition zu befriedigen, hat man hier doch ganz erhebliche Luftbuchungen vorgenommen. Was das Verfahren dieses Haushalts angeht, das hat der Kollege Lippmann schon was gesagt. Christiane Filius-Jehner hat im Ausschuss mir vorgeworfen, Erinnerung an ein Zitat von F.W. Bernstein, die größten Kritiker der Elche waren früher selber welche. Nee, da muss ich mal ganz klar widersprechen. Das haben wir uns in der Vergangenheit nicht geleistet. Und zwar zwei Dinge nicht geleistet. Ich habe nachgeguckt. Ja, ich habe noch 21 Sekunden, deshalb werde ich auf diesen Blödsinn nicht eingehen. Aber erstens, wir haben einen Tag vor den abschließenden Beratungen diese Änderungsanträge zugestellt. Aber der entscheidende Unterschied ist ein anderer. Die Kämmerei war stets einbezogen in diese Beratungen. Die Kämmerei hat nicht eine politische Bewertung vorgenommen, sondern eine rechtliche Bewertung vorgenommen. Und deshalb konnte man guten Gewissens eine solche Einschätzung vornehmen. Und wenn ich mir die Anmerkungen des Herrn Oberbürgermeisters zu den Finanzierungsvorschlägen des Haushaltes angucke, so ist diese Kritik, die ich hier gerade formuliert habe, offensichtlich nicht ganz unberechtigt. Vielen Dank. So, damit sind alle Änderungsanträge eingebracht. Wir steigen in die Fraktionsrunde ein. Fraktion Die Linke, Herr Scholbach, startet danach CDU-Fraktion. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, verehrte Gäste, heute wird der Stadtrat mit dem Haushaltsbeschluss die zentralen politischen Weichen für die kommenden beiden Jahre stellen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Eine Menge sächsischer Städte und Gemeinden werden ohne beschlossenen Haushalt in das neue Jahr gehen. Aber wir haben uns vorgenommen, das zu schaffen. Wir haben in den vergangenen Wochen hart dafür gearbeitet und wir werden heute entscheiden. Denn gerade in diesen Zeiten, in denen die Menschen großen Belastungen ausgesetzt sind,
in denen viele kaum noch über die Runden kommen und nicht wenige von Zukunftsängsten geplagt werden, haben wir als Stadtrat einer 500.000-Stadt eine besondere Verantwortung. Gerade jetzt ist es wichtig, finanzielle Sicherheit zu schaffen. Gerade jetzt ist es wichtig, die für das Leben der Menschen wesentlichen politischen Entscheidungen rechtzeitig zu treffen. Gerade jetzt ist es wichtig, gewachsene Strukturen, insbesondere in der Jugendhilfe, im Sozialbereich und in der Kulturlandschaft, zu stärken, statt sie mit Kürzungen zu gängeln. Und deshalb ist es ein gutes Signal, dass mehreren Fraktionen des Stadtrates gelungen ist, trotz aller Schwierigkeiten und bei allem politischen Streit in diesem Stadtrat einen gemeinsamen Weg in den Verhandlungen zu finden und sich auf gemeinsame Lösungen zu verständigen. Hier und heute wird eines deutlich: Dieser Stadtrat ist handlungsfähig. Man muss uns nur machen lassen. Und einen Punkt der heutigen Entscheidung, den möchte ich ganz bewusst an den Anfang stellen. Wir haben in der vergangenen Woche mit den bundesweiten Festnahmen von über 20 mutmaßlichen Mitgliedern einer terroristischen Vereinigung noch einmal deutlich vor Augen geführt bekommen, wie aggressiv und mit welchen kriminellen Mitteln die extreme Rechte unsere Demokratie bekämpft. Diesen Entwicklungen gilt es nicht nur auf allen Ebenen entgegenzuwirken, sondern auch aktiv für unsere demokratischen Werte einzutreten. Wir handeln und stellen zusätzlich mit diesem Haushalt noch einmal 100.000 Euro für das lokale Handlungsprogramm für ein vielfältiges und weltoffenes Dresden bereit. Das ist unsere Antwort. Und meine Damen und Herren, wir vollziehen mit diesem Haushalt in zentralen Bereichen einen Paradigmenwechsel. Erinnern wir uns, es war in Corona-Zeiten, anstatt zu investieren und der Krise entgegenzuwirken, verhängten der Finanzbürgermeister und der Oberbürgermeister eine Haushaltssperre. Und auch jetzt sieht der Haushaltsentwurf erneut deutliche Einschnitte in den Bereichen Jugendhilfe, Soziales und Kultur vor. Würde das beschlossen, es ginge richtig an die Substanz. Aber wir haben hart gerungen und wir von der Linken haben uns da eingesetzt und es ist ein wichtiger Erfolg, dass diese Kürzungen heute und hier im Stadtrat keine Mehrheit finden werden. Und es gibt einen zweiten Paradigmenwechsel. Jahrelang konnten sich die Dresdner Verkehrsbetriebe finanziell auf gerade mal zwei Säulen stützen. Das waren die Einnahmen aus dem Fahrkartenverkauf und ein Teil der Gewinne der DREWAG. Die Stadt selbst hat sich an der Finanzierung der DVB nicht beteiligt. Das wird der Stadtrat jetzt ändern, städtische Zuschüsse bereitstellen und damit eine dritte Finanzierungssäule hinzufügen. Wir investieren in unsere Verkehrsbetriebe, damit der Nahverkehr in Dresden für die Menschen attraktiv und bezahlbar bleibt. Und wir sorgen außerdem für den Erhalt des Sozialtickets, das wir 2015 erkämpft haben. Wir stellen Geld bereit, um das Radwegenetz sicherer zu machen. Wir investieren in Schulen und Kindertagesstätten, in den Klimaschutz und wir haben Geld für die Bibliotheken erkämpft. Kommen Sie bitte zum Schluss. Das gilt auch für den sozialen Wohnungsbau, in den wir weiter investieren werden, weil der Markt eben nicht alles regelt. Meine Damen und Herren, viele Stadträtinnen und Stadträte haben in den vergangenen Wochen engagiert gearbeitet, an Tagen, an Wochenenden, in Nächten. Speziell die Finanzpolitikerinnen und Politiker der Fraktionen von CDU, Grünen,
SPD, FDP und Linken. Denen gilt mein besonderer Dank, wie auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Dresden, die an der Erarbeitung dieses Haushaltes beteiligt waren. Meine Damen und Herren, wir werden heute diesen Haushalt beschließen und damit eine wichtige Grundlage schaffen für die Arbeit der sozialen Träger, der Jugendhilfelandschaft und der Kultureinrichtungen in dieser Stadt. Meine Damen und Herren, stimmen wir diesem Haushalt zu. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Als nächster Redner oder nächster Redner Herr Krüger für die CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, das Schmunzeln und Lächeln über die Reden von Herrn Schmählich waren ja nicht zu überhören. Den Spruch hat er selber genannt und gerade die, die schon länger und in der Vergangenheit Haushalte verhandelt haben, kennen sicherlich auch noch das Agieren von Herrn Schmählich. Also gerade wenn es um das Finden von Deckungslücken und von Deckungsvorschlägen war, war er sehr kreativ. Aber wie gesagt, das war in der Vergangenheit. Wir beschließen heute einen Rekordhaushalt, erstmals mit einer für einen Kommunalpolitiker, einen Ehrenamtler, gigantischen Summe von über 2 Milliarden Euro. Breit getragen von 5 Fraktionen. Und das ist auch nicht neu, das hatten wir beim letzten Mal vor 2 Jahren auch schon. Also ein breiter Kompromiss. Und man sieht auch schon an den Projekten selber, eigentlich könnte man sagen, wer hat was hineinverhandelt, das ist sicherlich an den Projekten zu erkennen. Dass wir das heute so beschließen können, ist natürlich zuallererst einer hervorragenden Haushaltslage zu verdanken. Wir haben aber, und das dürfen wir nicht vergessen, dunkle Wolken am Horizont. Wir sehen die Energiekrise, die noch lange nicht beendet ist. Wir sehen eine Flüchtlingskrise, die wir natürlich anders als andere viel emotionaler im Sinne, dass wir sie lösen müssen, betrachten und verschiedene andere Dinge auch. Dass wir vor allem in den Gewerbesteuereinnahmen, den sprudelnden Einnahmen aus der Gewerbesteuer uns hier heute erfreuen und bedienen konnten, ist das Ergebnis einer klugen und weitsichtigen Ansiedlungspolitik in der Vergangenheit, aber auch, wir sehen es ja jetzt gerade aktuell, auch in der Gegenwart. Anders als von einigen von der Presse, aber auch von einigen wenigen in den sozialen Medien geschildert, ist dies kein Haushalt gegen den OB, sondern der Haushalt wird in Teilen nur ergänzt. Das ist völlig legitim, ist gelebte Praxis und hat keinen Dissens mit dem Oberbürgermeister zur Folge. Schwerpunkt in diesem Haushalt, und da freuen wir uns natürlich besonders, bleiben Investitionen, vor allem in die Bildungsinfrastruktur und in die Kinderbetreuung. Besonders kann sich auch in diesem Haushalt der Sport freuen. Es ist uns gelungen, auch hier wirklich messbare Beträge für den Sport festzuschreiben, um auch hier zum Beispiel das Saneco, das Sanierungsentwicklungskonzept für die Zukunft durchzusetzen. Dass Straßensanierungen mit Rad- und Fußwegen im Haushalt enthalten sind, ist keine Selbstverständlichkeit und wir freuen uns, dass es das gibt. Weiterhin, und das ist auch Zukunftssicherung für uns, ist der Ankauf von Flächen für Wohn- und Gewerbeansiedlung ein wichtiger Punkt, der uns am Herzen lag. Natürlich Ordnung, Sauberkeit, Sicherheit, ein Thema, was bei vielen Bürgern auf Sorge, aber auch auf Zustimmung trifft, wenn man sich um diese Themen kümmert. Deswegen haben wir auch gemeinsam dafür gesorgt, dass der gemeindliche Vollzugsdienst nicht nur personell, sondern auch in seiner Ausrüstung deutlich gestärkt wird. Natürlich auch ein absolutes Erfolgskonzept der Vergangenheit sind unsere lokalen Vertretungen, die Stadtbezirksbeiräte, die Ortschaftsräte, die viele kleine Projekte in den Stadtteilen voranbringen. Auch die werden in diesem Haushalt deutlich gestärkt. Die Liste könnte ich jetzt fortsetzen, das werden sicherlich meine Kolleginnen und Kollegen noch tun. Aber das sind alles Punkte, die eigentlich doch hier im Rat auf breiteste Zustimmung treffen sollten. Weitere Belastung für die Bürger, zum Beispiel durch die Ausweitung oder Verteuerung des Anwohnerparkens oder weitere Anstiege der Parkgebühren, konnten verhindert und aber auch gegenfinanziert werden. Ein gutes Zeichen für die Bürgerschaft und auch eine kleine Hilfe für die Wiederbelebung der Innenstadt. Ein wenig Wasser möchte ich noch in den Wein gießen.
Leider ist es uns nicht gelungen, aber dafür waren einfach die anderen Projekte offenbar zu wichtig. Wir haben es nicht geschafft, Rücklagen für weitere Krisenszenarien zu bilden. Große Herausforderungen, es klang heute schon mehrfach an, werden noch verschoben und in die Zukunft gelegt, zum Beispiel die DVB-Finanzierung, aber eben auch das Thema der städtischen Bäder. An diesem Haushalt lässt sich ableiten, was erreicht werden kann, wenn man sich abseits von politischen Interessen zusammenarbeitet und für das Wohl seiner Stadt einsetzt. Das macht Mut, vor allem auch noch für andere zu lösende Aufgaben. Ich bitte um Zustimmung und freie Fahrt für einen soliden Finanzplan für die nächsten 2 Jahre. Recht vielen Dank. Als nächstes Freie Wähler, Freie Bürger. Wird noch mal das Wort gewünscht? Herr Lippmann, wollen Sie noch mal? Bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich nutze jetzt die Gelegenheit, unseren Ersetzungsantrag einzubringen. Wir gehen davon aus, dass wir uns im Rahmen der vom Oberbürgermeister genannten 50 Millionen aus der November-Schätzung, Steuerschätzung bewegen mit unserem Antrag. Wir haben eben gehört, dass keine neuen Rücklagen gebildet werden. Wir haben aber zur Kenntnis genommen, dass 20 Millionen per anno aus der Liquiditätsrücklage genommen werden. Wir halten das nach wie vor nicht für seriös und für gut. Unser Antrag stellt auf die Erhöhung der Vollzeitstellen für die Umsetzung des Wohngeld Plus, der Wohngeld Plus Reform ab. Wir haben in Anlage 3 nochmal mit aufgenommen, die auch vorhin kritisierte Fortschreibung in 2025/27 für die mittelfristige Finanzplanung, haben dort also auch die Frage der ausfallenden Parkgebühren mit reingenommen, in Zahlen reingenommen. Wir haben den Bäderzuschuss mit drin. Natürlich muss die Bäder GmbH gestützt werden. Die Stützung sollte allerdings in der Dimension ausfallen, dass die Bäder GmbH jetzt nicht ihrerseits Defizite auf zum Beispiel die Vereine, die Sportvereine umlegt. Das Thema hatten wir bereits im Frühsommer diesen Jahres, wonach dort die Bäder GmbH neue Erhöhungen angekündigt hat. Und vom Stadtsportbund wissen wir, dass die Vereine dagegen Sturm laufen und eine weitere Erhöhung nicht finanzieren können. Die Folgen wären Ausfall des Trainingsbetriebs für Kinder, Jugendliche, aber auch für andere Personengruppen. Insoweit muss der Zuschuss auskömmlich sein, ohne dass die Bäder GmbH weitere Erhöhung der Nutzungsgebühren vornimmt. Wir haben weiter in unserem Antrag in der Anlage 4 Begleitbeschlüsse verankert ein Beschluss, der zurückgeht auf eine Antwort der Stadtverwaltung in Sachen kritischer Infrastruktur. Dort wurde uns mitgeteilt, dass also für das Tanklager Bremer Straße eine Netzersatzanlage geschaffen werden soll. Der Vorlauf ist aus unserer Sicht nicht ausreichend. Die Ersatzanlage wird also im normalen Weg der Ausschreibung beschafft und das wird seine Zeit dauern, aus unserer Sicht viel zu lange. Insoweit unser Wunsch und unser Beschlussantrag, dass die Beschaffung der Netzersatzanlage über die DREWAG erfolgt und insoweit also diese aufwendigen Ausschreibungsverfahren, die wir als Verwaltung haben, nicht notwendig sein müssen. Weitere Netzersatzanlagen für das Notfallkonzept, was ja verabschiedet worden ist, müssen ebenfalls beschafft werden. Das sollte auf demselben Weg passieren. Punkt B unseres Antrages. Erhalt des Krankenhauses Dresden-Neustadt als Begleitbeschluss, um auch dort Sicherheit zu schaffen für die Ausgaben, die wir für das städtische Klinikum im Haushalt eingestellt haben. Soweit die Parkgebühren hatte ich genannt und die Zuschüsse für die Dresdner Bäder GmbH ebenfalls als Punkt 3 und 4 unseres Ersetzungsantrages. Vielen Dank. So, als nächste Fraktion SPD-Fraktion, Frau Frohwieser. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste.
Das bisschen Haushalt kann so schlimm nicht sein. Ist doch halb so wild, ist doch kein Problem, wer kennt es nicht? Ich glaube, hier im Saal unterschreibt das heute aber niemand. Wir haben als ehrenamtliche Stadträtin in den letzten Monaten tausende Seiten Zahlenkolonnen gewälzt, haben in den Ausschussberatungen mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg von der Verwaltung versucht zu erfahren, warum bestimmte Budgets so angesetzt sind, wie sie angesetzt sind. Und deshalb auch von meiner Seite als allererstes herzlichen Dank an die Kolleginnen und Kollegen, die diese Arbeit auf sich genommen hat, die zum Teil noch bis zum Montagnachmittag in ihren jeweiligen Fachbereichen gerungen haben. Denn ich möchte es nochmal in der Gesamtsumme sagen, weil ich glaube, diese Summe muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen. Es ist ein 10 Milliarden Haushalt bis 2027, über den wir heute hier sprechen. Wir standen vor 2 Jahren nicht hier, sondern in der Messe mit dem Haushaltsbeschluss inmitten von Corona. Und ich glaube, irgendwie haben wir doch alle gehofft, dass wir ganz bald wieder in unserem früheren, so normalen Leben sein würden, in unserem freien und friedlichen Europa. Diese Illusion ist seit dem 24. Februar diesen Jahres zerbrochen. Es ist wieder ein Haushalt, den wir in Zeiten großer Unsicherheit machen. Es ist wieder ein Haushalt in Zeiten, wo Menschen, aber auch Unternehmen große Lasten tragen, nach dem starken Staat rufen, nach finanziellen Hilfen. Und genau deshalb ist es wichtig, Dresden bleibt eine starke und soziale Stadt. Wir gehen gemeinsam solidarisch durch herausfordernde Zeiten und kommen so gut aus den Krisen. Wir investieren in Schulen, in Bus und Bahn, in Wohnungen und sichern eine breite soziale Angebotsstruktur für die Menschen überall in unserer Stadt. Und es ist wichtig, dass 5 sehr verschiedene Fraktionen in den letzten Wochen bewiesen haben, dass sie sich so lange gemeinsam an den Tisch setzen können, bis ein breit getragener Kompromiss zum Haushaltsentwurf des Oberbürgermeisters heute hier zum Beschluss steht. Und ich wiederhole gerne nochmal, was ich schon öfter hier gesagt habe. Es gibt keinen Kompromiss mit Antidemokraten. Und wer antidemokratisches Zeug im Internet teilt, wer mit Antidemokraten spazieren geht, ist für meine Fraktion kein Verhandlungspartner. Die Verwaltung hat im Sommer nachvollziehbarerweise sehr vorsichtig geplant. Während Personalkostensteigerungen, Energiekostensteigerungen im Kernhaushalt budgetiert wurden, wurde das im Bereich der freien Träger nicht getan. Hier hätte ich mir nach der doch erfreulichen Novembersteuerschätzung erhofft, dass der Oberbürgermeister auch selbst einen Vorschlag macht und diese zusätzlichen Einnahmeerwartungen vor allen Dingen in diesem Bereich verwendet, um hier Angebotskürzungen zu vermeiden. Insgesamt in diesem Kompromiss der 5 Fraktionen ist es am Ende 1% des Gesamtvolumens des Haushaltes, was wir anders einsetzen wollen. Meiner Fraktion waren dabei einige Themen besonders wichtig. Das ist eben die freie Trägerlandschaft nicht alleine zu lassen, seien es Angebote der sozialen Wohlfahrtspflege, die Seniorenarbeit, die Kinder- und Jugendarbeit, die Kultur, die Gleichstellungsarbeit, eben nicht alleine zu lassen mit Mehrkosten in den Energiepreisen, in den Tariferhöhungen, Mindestlohn, Mindestgagen etc. Und mit diesen zusätzlichen Mitteln, die wir gemeinsam in diesen Haushalt einstellen, sind eben Projekte fortführbar, wie die Suchthilfe, Streetwork am Wiener Platz, die Nachtcafés oder auch eine Unterstützung der Tafel. Und wir sorgen auch dafür, dass Stadtratsbeschlüsse, die in der Vergangenheit von uns getroffen werden, finanziell untersetzt sind, was sie bisher nicht waren, wie zum Beispiel das Thema mobile Rampen, um Gebäude auch jetzt schon schneller barrierefrei zu machen. Wir haben sehr darum gekämpft, dass die Zuschüsse für den öffentlichen Personennahverkehr, die wir jetzt zum ersten Mal aus dem Kernhaushalt nehmen müssen, in dieser schwierigen Situation nicht zur Disposition gestellt werden und gleichzeitig weiterhin der öffentliche Personennahverkehr auch ausgebaut wird. Stichwort Fähre Pieschen, die Verlängerung der Linie 13 nach Kaditz oder der Mobibike-Ausbau im Dresdner Süden. Und wir müssen weiter in Schulen investieren, wir müssen hier auch endlich vorankommen. Nicht nur große Bauprojekte, davon haben wir noch eine ganze Reihe vor uns, sondern auch Instandsetzungen in Schulen, die eben noch ein paar Jahre warten müssen, damit Kinder dort eine gute Voraussetzung finden. Und auch Berufsschulzentren, wir haben ausdrücklich hier die Planungsmittel für die Gesamtmaßnahme des Berufsschulzentrums Agrar und Ernährung vorgesehen. Lassen Sie mich zum Schluss noch sagen, wenn Lokaljournalisten hier einen Krach herbeischreiben, den es so nicht gibt, finde ich das sehr bedauerlich. Dieses 1%, was wir anders verteilen, ist weder Rache noch Konfrontation. Es ist schlicht Recht und Aufgabe von uns Stadträtinnen und Stadträten, die Vorlage des Oberbürgermeisters kritisch zu prüfen und dort, wo wir Bedarf sehen, auch zu ändern. Lassen Sie uns gemeinsam diesen Weg weitergehen. Auch hier in der Debatte ringen wir
gemeinsam um den richtigen Weg, die Stadtgesellschaft solidarisch aus der Krise zu führen und unser Dresden weiterhin sozial und zukunftsfähig aufzustellen. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien schöne, besinnliche Weihnachten. Vielen Dank. Als nächstes FDP-Fraktion, Herr Zastrow. Lachen Sie mich aus oder an? Schon gefreut auf einen Blödner, der kommt auch noch. Der kommt noch, keine Angst, der ist schon ganz aufgeregt. Da wirst du dann sehr nett lachende Damen hier vorne sehen. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, es ist schon viel allgemein zum Haushalt gesagt worden, was ich nur unterstreichen kann, gar keine Frage, will ich auch nicht alles wiederholen. Es ist sicherlich schon ein Glücksumstand, dass wir ein bisschen wie auf einer Insel in Dresden leben. Uns geht es besser als anderen vergleichbaren Großstädten in Ostdeutschland. Das muss man so sagen, während viele andere jetzt eher ein Stück weit auch finanzpolitisch resignieren, können wir weiterhin anpacken. Wir können investieren, als einfach nur an dem Sparhebel zu drehen. Und das ist, glaube ich, eine Besonderheit, die wir in Dresden haben. Und das ist jetzt, na klar, das Verdienst einer Stadt, die offenbar doch nie ganz so schlecht geführt ist und nie ganz so schlecht dasteht. Das ist eigentlich das Ergebnis einer doch recht solide aufgestellten Stadt. Zuallererst natürlich, was unsere Wirtschaftsstrukturen betrifft. Wir erwirtschaften hier eben Steuern, die Unternehmen erwirtschaften Steuern, große wie kleine, wie der Mittelstand. Es ist ein Glück, dass wir das haben. Aber auch wenn es nie immer so aussieht, bei der anderen Sache, über die wir uns noch nie so einig sind, gab es ja da so einen oder anderen Kommentar. Aber so ganz schlecht macht es die politische Führung dieser Stadt und macht es die Verwaltung dieser Stadt und macht es am Ende auch der Stadtrat natürlich nicht. Wenn wir das nämlich nicht halbwegs vernünftig machen würden, dann hätten wir nicht die Möglichkeit, es genau so einen Haushalt aufzustellen, der im Vergleich zu anderen scheinbar ein Stück antagonistisch erscheint. Und das ist gut und das ist auch wichtig, weil gerade in dieser Zeit multipler Krisen ist, glaube ich, wichtig ist, dass man als politischer Verantwortungsträger jetzt nicht auch noch den Kopf in den Sand steckt und sagt, wie schlimm alles ist und überall kürzer treten und alles, was dazugehört, sondern dass man mit einer ordentlichen Portion Optimismus und Zuversicht hier auch in die Zukunft geht. Es werden wieder bessere Zeiten kommen für ganz, ganz vieles, wissen wir, ist immer so gewesen. Und der Haushalt schafft dafür ein Stück weit auch die Grundlage. Deswegen bin ich froh, dass wir eine kleine Aktie dran haben. Ich will auf die Punkte eingehen, die uns als FDP-Fraktion sehr wichtig sind. Für uns gab es bei der Diskussion im Haushalt natürlich traditionell eine Leitlinie, und die heißt, möglichst neue Belastungen vom Bürger fernzuhalten. Momentan haben alle zu kämpfen, das wissen wir. Jeder muss den Euro einmal mehr umdrehen. Es geht überall gerade relativ schwierig. Viele Familien gucken, wie sie überhaupt über die Runden kommen. Und da wäre natürlich eine Erhöhung der Parkgebühren oder gar diese sehr massiv geplante Erhöhung des Bewohner- und Anwohnerparkens und noch dazu die Ausweitung der Anwohner- und Parkzonen für ganz viele eine ganz außerordentliche Belastung gewesen. Ich bin sehr froh, dass diese zentrale Forderung, die wir als FDP-Stadtratsfraktion mit eingebracht haben, respektiert worden ist, dass die Berücksichtigung fand und dass das vom Tisch ist. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Signal an viele Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt, zumindest an all diejenigen, die ein Auto besitzen. Und das sind unfassbar viele, glauben Sie es mir. Und deswegen freue ich mich, dass wir dieses Zeichen dafür, keine zusätzlichen Belastungen in dieser Stadt in Kauf zu nehmen, dass wir das umgesetzt haben. Dass wir trotzdem über die Finanzierung des ÖPNVs sprechen müssen, wissen wir alle. Das gute Ergebnis, was wir steuerlich jetzt erzielt haben, schafft uns eine Auszeit in dieser Debatte, die wir, glaube ich, auch brauchen, weil vieles von dem, was bei der Finanzierung des ÖPNV auf uns zukommt, im Moment auch noch nicht so klar ist. Und bevor man da Grundsatzentscheidungen trifft, aus denen man nie wieder zurück kann, glaube ich, sollten wir uns Zeit nehmen, das intensiv zu besprechen. Da gehören die Auswirkungen dieses 49-Euro-Tickets, die, soweit ich das überblicke, noch keiner so richtig überblickt, genauso dazu. Das muss man sich erst mal angucken. Es gehört aber aus meiner Sicht, ich weiß, da gibt es im Stadtrat auch einen Dissens dazu, auch die klare Forderung an Reformen und Korrekturen bei den Dresdner Verkehrsbetrieben selbst. Und aus meiner Sicht muss auch der ÖDA
Also muss das, was wir bei den Dresdner Verkehrsbetrieben bestellen, auch auf dem Prüfstand. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir dort, lieber Kollege Lichti, auch sparen müssen. Und wir werden, ich scheue mich auch nie vor dieser Diskussion, ich bin der Meinung, dass wir das auch tun sollten. Ganz wichtig, das werden wir in den nächsten 2 Jahren tun, und zwar ganz in Ruhe und ohne eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, nämlich diejenigen, die ein Auto besitzen, jetzt dafür alleine in die Pflicht zu nehmen, meine Damen und Herren. Einen zweiten wichtigen Punkt will ich noch ansprechen, das ist der Punkt Sondernutzung. Da haben wir heute noch einen Antrag, der Kollege Maloney wird dort etwas mehr sagen. Aber das ist ganz wichtig, dass wir das, was wir in Corona-Zeiten begonnen haben, weiter fortsetzen können. Das heißt, wir unterstützen ein kleines bisschen, aber sehr konkret genau diejenigen, die von der Corona-Krise am meisten betroffen waren. Das war die Freizeitwirtschaft, Kulturwirtschaft, Gastronomie und Tourismus. Ich komme zum Schluss, indem wir diese Regelung verlängern. Man kann also die Plätze weiter nutzen, bei den Events, bei Veranstaltungen, die Gastronomen können ihre Tische weiter rausstellen, müssen dafür nichts bezahlen. Das hat übrigens der Stadt, finde ich, sehr gut getan. Das hat, wenn man Neumarkt sieht oder sowas, für eine tolle Belebung geführt. Vielleicht kann man das auch auf Dauer mal machen, aber jetzt in der Phase, wo die wieder in Tritt kommen, können wir das behalten. Das ist uns sehr wichtig und das finden wir sehr gut, dass das mit drin ist. Das andere dann wird der Christoph Blödner noch ausführen. Vielen Dank. Als nächstes Fraktion Dissidenten, Herr Lichti. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, uns liegt der Änderungsantrag einer autofossilen Mitte-Rechts-Koalition vor. Diese Kruse-Koalition des kleinsten gemeinsamen Nenners scheitert an den strategischen Zukunftsthemen der Stadt, als da sind Klimaschutz, Ausbau des öffentlichen Verkehrs, Anpassung an den Klimawandel, resiliente Stadt und Naturschutz. Sie ist vor allem eine Urkunde des Scheiterns der größten Fraktion, die sich selbst Bündnis 90 Die Grüne nennt. Diese Koalition investiert gerade nicht strategisch in effiziente und kostensparende Strukturen. Stattdessen konsumiert sie lieber, verschwendet öffentliche Mittel und das mit populistischer Schlagseite. Wie üblich in jedem Haushalt finden wir die tiefen Gräben der Selbstbedienungsmentalität der Kultur-, Sport- und Jugendhilfepolitikerin. Dieser Haushalt ist zur Hobbythek, zum Selbstbedienungsladen einflussreicher Stadträtinnen und Stadträte der Mitte-Rechts-Koalition verkommen. Beispiele gefällig. Magnus Hecht bekommt für seine Nachtbürgermeister 100.000 Euro. Holger Zastrow, er hat es angesprochen, bekommt mehrere 100.000 Euro für eine Machbarkeitsstudie zu einer neuen Hygieneausstellung, einer konzeptionslosen Idee, von der nur er begeistert ist. Zudem 160.000 Euro für den weiteren Verzicht auf Sondernutzungsgebühren, eben Verramschung des öffentlichen Raumes, reine Klientelpolitik. Das war das, was in Zeiten der Corona-Pandemie gerechtfertigt war, was wir mitgetragen haben, soll jetzt auf ewig fortgeschrieben werden und diese Koalition macht mit. Thomas Löser bekommt 100.000 Euro für die Förderung des Besuchs der Kindermitmachausstellung Alles Holz. Sie haben wahrscheinlich Falsches zugeschrieben und insoweit. Aber bitte, Herr Lichti ist an der Reihe und. In der Postkantine an der Königsbrücker Straße. Ich bin sicher, liebe Heike Arnert. Es handelt sich um eine pädagogisch äußerst wertvolle Ausstellung, aber 100.000 Euro, es ging wohl eher darum, dass es eine schöne runde Zahl ist, die sich gut macht. Geradezu kostengünstig sind dagegen die geradezu kostengünstig sind dagegen die 50.000 Euro für die Pumptrack-Anlage für Anke Wagner. Aber schließlich kriegt ja schon Mario Schmidt seine 1,5 Millionen für sein Toilettenkonzept. Im Übrigen verbrennt Mitte-Rechts lieber Geld mit der Selbstbeschäftigung der Verwaltung, anstatt in strategische Investitionen zu investieren. Beispiele gefällig. Die Tafel freut sich sicherlich über jährlich 50.000 Euro. Was sie aber braucht, ist ein einmaliger Investitionszuschuss von 250.000 Euro für die Sanierung ihres Daches. Dann könnte sie nämlich eine PV-Anlage ausschreiben, um ihre Energiekosten dauerhaft zu senken.
Mitte rechts stellt lieber 180.000 Euro für Gewässerplanung zur Verfügung, als die vorhandenen Pläne zum naturnahen Ausbau zu finanzieren, etwa des Keizbachs in Mockritz. Meine Damen und Herren, Pläne haben wir wirklich genug. Wir sollten vielleicht auch mal anfangen, was umzusetzen. Und 400.000 Euro sollen für Planungsleistungen faire Pieschen verschwendet werden, nicht wahr, liebe SPD? Und das, obwohl die technischen Alternativen und Hemmnisse seit Jahren bekannt sind. Wer eine faire Pieschen will, muss die exorbitanten Kosten im öffentlichen Dienstleistungsauftrag der DVB verankern. Aber davor schreckt man aus guten Gründen zurück. Zum Klimaschutz finden wir nichts Relevantes. Allenfalls das Ausputzen der Fehlstellen einer Stadtverwaltung, die die Anforderungen der ökologischen Energiewende immer noch nicht in tägliches Handeln integriert. Wieso eigentlich setzt die Stadt immer noch nicht flächendeckend LED-Leuchten ein? Und für was sollen die 2 Millionen Euro, lieber Wolfgang Deppe, für energetische Sanierungen städtischer Gebäude eigentlich reichen? Die 950.000 Euro für PV-Anlagen sind unnötig. Bei wirtschaftlicher Betrachtung müsste die Stadt die ohnehin in ihren Bauetats vorsehen. Schließlich könnten am Markt private Investitionsmittel mobilisiert werden, wenn die Stadt endlich mal den Beschluss des Stadtrats von 2017 vollziehen würde, nämlich Dachflächen auszuschreiben. Jüngstes Beispiel die 16. Grundschule. Der Stadtrat verzichtet bekanntlich auf die Durchsetzung seiner Dekarbonisierungsbeschlüsse gegenüber der Sachsenenergie, die weiter auf die Verbrennung fossilen Gases setzt. Aber auch den Ausbau von Straßenbahnen und Bussen, wie er 2019 beschlossen wurde, gibt diese Autovorrangkoalition auf. Der OB hat es gerade bestätigt. Stattdessen erhält Veit Böhm von der CDU teure 100.000 Euro für den Busverkehr im Dresdner Westen mit einem miserablen Kosten-Nutzen-Verhältnis und ohne jede Wirkung auf den Model Split. Aber die Buslinie Südwest mit strategischer Bedeutung für die Erschließung der Stadt und hoher Kosten-Nutzen-Wirkung, die wird gestrichen. Ach ja, die Grünen. Sie haben sich ja hier vorne schon heftig gewehrt, das ist ihr gutes Recht. Aber sie tragen jetzt also die weitere Subventionierung öffentlicher Parkplätze für Autofahrer mit. Sie fallen also damit dem OB und dem eigenen Bürgermeister in den Rücken, die eine Erhöhung der Parkgebühren auf ein schon lächerlich geringes Niveau vorgeschlagen haben. Der Vorgang zeigt vielleicht die Lernfähigkeit eines Dirk Hilberts. Wenn sich die Grünen aber von einem FDP-OB ökologisch überholen lassen, dann ist das eine politische Bankrotterklärung. Im Übrigen schummelt die Kruse-Koalition auch noch. Nach ihrem Datenblatt kostet die weitere Subventionierung öffentlicher Parkplätze nur 10,2 Millionen Euro. Bitte zum Schluss. Tatsächlich sind es aber 15,5 Millionen Euro. Das Loch ist also größer als eingeräumt. Im Ergebnis werden ÖV-Kunden teurere Preise für schlechtere Qualität bezahlen, während die Subventionierung der Parkplätze aus den öffentlichen Kassen weitergeht. Die ÖV-Kunden in dieser Stadt haben eben keine Lobby. Eine weitere Betrachtung des Einnahmevoodoos wahrhaft kieslingscher Qualität nach dem Motto Geld ist ja da, erspare ich mir. Wir Dissidenten werden diesen Haushalt des kleinsten gemeinsamen Nenners jedenfalls ablehnen. Vielen Dank für Ihre Störversuche und Ihre Aufmerksamkeit. Als nächstes ist die AfD-Fraktion an der Reihe. Herr Lommel. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Mithörer am Livestream. An diesem Montagabend haben die Haushaltsparteien es geschafft, ihre Änderungswünsche den anderen Parteien über 20 Seiten zur Verfügung zu stellen. Das übliche Verfahren, das demokratische Verfahren, kurzfristig die Sachen einzureichen, damit man sich möglichst wenig beschäftigen kann damit. Auch Deckungslücken und ähnliche Sachen kann da nicht mehr kontrolliert werden. Der Haushalt ist ein Rekordhaushalt. Es wurde von den Vorrednern schon gesagt und man hat sich gelobt, dass man sehr viel Geld wie noch nie ausgegeben hat. Tolle Leistung. Aber was vergessen wird bei der Gelegenheit, das muss alles von dem Bürger erstmal eingezahlt werden. Ja? Und noch mehr Geld auszugeben, wird jetzt der Oberbürgermeister aufs Tafelsilber verwiesen. Er soll mal bei der Ostsächsischen Sparkasse gucken, was er noch zu kriegen hat. 3 Millionen Gewerbesteuer wird einfach mal so eingeplant. Wenn ich in den besten Lagen von Dresden mir die Schaufenster anschaue, wie viele davon leer sind, wenn ich mir anschaue in der Kesselsdorfer Straße, wie diese Straße mittlerweile aussieht, da sehe ich natürlich nicht die 3 Millionen liegen, da sehe ich erst mal
dunkle Wolken auf uns zukommen. Aber sei es drum. Gleichzeitig eingepreist worden ist in dem Haushalt, dass es wohl vom Land, es wird wohl so kommen, statt 5,5 jetzt 6,4 Millionen für Kita-Pauschale zusätzlich geben wollte. Was ein toller Vorschlag wäre, wenn man das Geld 1:1 denjenigen gegeben hätte, die nämlich den Nutzen hätte, nämlich den Eltern von den Kindergärten. Ja, das wäre sehr schön, aber soweit war das Denken nicht. Kinder bleiben ein Luxus und da ist man eher an der Seite dessen, dass man die Gelder für andere Projekte ausgibt. Das wird bedauert. Oh Mensch, die Luft wird dünner. Die Kämmerei spricht genauso wie alle anderen großen Wirtschaftsweisen von den kommenden Rezessionen 2023. Ein probates Mittel, Rezession abzumildern, wären niedrige Beiträge, wären niedrige Steuern, wären niedrige Gebühren. Davon ist Deutschland weit entfernt. Wenn es schon bei der Fußball-Weltmeisterschaft nur noch für die Vorrunden ausreicht, so sind wir wenigstens Weltmeister in Gebühren, Steuern, Abgaben für die Normalverdiener und für die normalen Steuerzahler. Und daher ist die Denkrichtung dieses Rekordhaushaltes falsch. Es geht in die gleiche Denkrichtung, wie es immer in öffentlichen rechtlichen Haushalten üblich ist. Wenn Geld da ist, wird es ausgegeben. Das Wort Rücklagen sparen ist ein Fremdwort. Und wenn dann später zu schlechteren Zeiten Geld fehlt, dann werden Kredite aufgenommen. Und wenn das nicht geht, darf der Bürger noch höhere Gebühren zahlen. Es muss noch mehr abgeführt werden, damit ein noch größeres Monstrum bedient wird. Das ist richtig schlecht. Ein gefährliches Spiel, das treibt Selbstständige und Leistungsträger aus Deutschland übrigens raus. Und das zu Recht. Es gibt auch etwas zu loben. Ich möchte hier nicht nur Dreck schmeißen. Was gelungen ist, ist, dass zumindest Normalbürger weiterhin die Stadt besuchen dürfen und die Parkplatzgebühren nicht weiter erhöht worden sind. Das ist gelungen, das muss man wenigstens mal loben. Ein Punkt, der mir dann aufgefallen ist, es soll ja nicht nur immer nur Dreck von der Opposition geschmissen werden. Die Grundrichtung der AfD ist aber grundsätzlich eine andere. Versuchen auch auf kommunaler Sicht den Staat zu verschlanken, nicht groß zu machen. Das ist ein hervorragendes Beispiel, wie die Haushaltskoalition damit umgeht. Ich mache das an dem Beispiel von Herrn Schulbach fest. Vor einem Jahr hat dieser gefordert oder die Idee gebracht, dass dann in der Altmarktgalerie da ein Zimmer eingerichtet und angemietet werden sollte, um den Gewerbetreibenden mit Konzepten, er kannte nicht welche, aber Konzepte zu arbeiten, um den Gewerbetreibenden zu helfen. Viel besser wäre, und das war auch die Aussage von der sächsischen Wirtschaft, lasst uns in Ruhe mit Vorschriften, gängelt uns weniger, gibt uns mehr Freiraum und da brauchen wir auch diese Konzepte nicht. Das spart viel mehr ein, als den Staat immer mehr auszublähen. Vielen Dank. So, und zum Abschluss der Fraktionsrunde Bündnis 90 Die Grünen, Herr Hans. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, liebe Stadtgesellschaft, ich will noch mal wiederholen, was jetzt, glaube ich, gerade bei den letzten Debatten etwas verloren gegangen ist. Dies ist ein sehr wichtiger Tag für die Stadt Dresden. Das haben schon Kollegen der haushaltstragenden Fraktion hier betont. Denn wir schaffen mit dem Haushaltsbeschluss schon heute Sicherheit für die ganze Stadtgesellschaft, für Sie als Bürgerinnen und Bürger, wenn es um Leistungen geht, für die freien Träger, für Initiativen, Vereine, um im Bereich Soziales, Kultur, Sport und weiteren Bereichen entsprechende Leistungen für die Stadt zu erbringen zu können. Und wir schaffen auch Sicherheit für die Bäder, die nicht am 1.1. irgendwelche schließen müssen, wie es teilweise kolportiert wurde in der Zeitung. Wir schaffen Sicherheit für die Dresdner Verkehrsbetriebe. Und ich, lieber Johannes Lichti, sehr gut, wenn du im Raum bleibst. Ich habe da noch ein bisschen was zu sagen. Also, ich finde, es ist sehr wichtig, weil wir haben eine multiple Krisensituation an sich. Auch wenn wir zum Glück die Auswirkungen in Dresden noch relativ zurückhaltend spüren, aber es gibt natürlich bestimmte Dinge, wo es doch sich mehr bemerkbar macht. Und deshalb haben wir den Schwerpunkt bei den Haushaltsverhandlungen, wo es um Kompromisse geht, zwischen eben Linke,
SPD, Grüne, FDP und CDU. Und da sieht man ja schon, wie breit das demokratische Spektrum hier im Stadtrat ist, was gemeinsam aktiv und erfolgreich wirken kann, haben wir Schwerpunkte gesetzt beim Sozialen, bei Bildung und Jugend, aber auch in die Zukunft. Der liebe Kollege Lichti ist jetzt gerade draußen. Wir haben in die Zukunft auch investiert. Gerade als Grüne haben wir das mitgemacht im Bereich Klimaschutz, im Bereich Klimaanpassung, aber eben auch Schule, wurde schon gesagt. Wir haben jetzt zum Beispiel ein wichtiger Punkt, Schulsekretärin mit aufgenommen in den Stellenpool, weil wir wollen, dass ab dem nächsten Schuljahr, zumindest in den Grundschulen, auch jede Schule eine Schulsekretärin hat. Und deshalb ist es wichtig, dass dieser Haushalt so beschlossen wird. Ich will bei den Stellen gleich mal darauf hinweisen, es ist natürlich so gedacht, dass diese Stellen auch dauerhaft auch in die Zukunft wirken sollen, weil es soll ja eine dauerhafte, positive Entwicklung in diesen Bereichen geben für die Stadt Dresden. Und ich glaube, das ist auch, gerade muss ich jetzt euch als Dissidentenfraktion ansprechen, euch nicht aufgefallen. Wir haben nämlich mit diesem Haushaltsbeschluss alle Haushaltseinwendungen irgendwie berücksichtigt. Wir haben sie im Prinzip aus unserem eigenen Motivation heraus, für unseren Schwerpunkten heraus abgearbeitet. Und wir haben überhaupt nicht natürlich geguckt, wer sitzt da wo, in welchem Stadtteil, sondern ich habe ja gerade schon erwähnt, wir haben gesagt, was sind die Hauptaufgaben für die Stadt, wo brennt es in der Stadt. Deswegen haben wir gerade, wir sind in einer großen Mehrheit in der Verhandlung, da gab es auch große Diskussionen, haben wir dafür gesorgt, dass im Bereich Soziales und im Bereich Jugendhilfe nicht gespart wird, dass die notwendigen Maßnahmen durchgeführt werden können. Und das ist ein Erfolg. Und das ist das, was auch sozusagen die Demokratie, glaube ich, unserer Stadt stärkt. Und Johannes Lichti, dein Agieren ist genau das Gegenteil davon. Ich möchte meine letzten knapp 2 Minuten erstmal nutzen, um noch mal ein paar weitere prinzipielle Dinge zu sagen, weil ich sage, einiges ist aufzuklären, manches ist wirklich Blödsinn gewesen. Ich will mal zu den Deckungsquellen kommen. Da wird jetzt dauernd gesagt, das sind alles Luftnummern. Der OB hat es sauber auseinandergenommen, weil wir haben natürlich schon noch Gespräche geführt. Das hat der Oberbürgermeister ja selber gesagt, dass die Stadtverwaltung noch mal rechnen konnte. Und dieser Unterschied zwischen der Planung der Stadtverwaltung in der Liquidität und unserer ist sehr, sehr gering. Und wenn Sie sich vergewissern und vergegenwärtigen, dass wir in diesem Jahr theoretisch eine Zahl von 615 Millionen inklusive Haushaltsreste an Investitionsauszahlungen planen, dann frage ich Sie, wer glaubt an dieses Märchen? Das ist einfach der Hintergrund der planerischen Ansätze, das ist so, aber da müssen wir auch nochmal in der Zukunft ran. Auch nächstes Jahr werden wir die 400 Millionen, die geplant sind, und übernächstes Jahr die 350 Millionen Investitionsauszahlungen in dieser Stadt nicht schaffen. Und deshalb ist es nur legitim, wenn wir diese gute Liquidität und die Rücklagen, die durch gute Jahre hier erwirtschaftet werden, in dieser Krisensituation nutzen. Und Sie glauben doch nicht etwa, dass wir einfach 5 Millionen Ausschüttung Sparkasse reinschreiben, wenn wir nicht Gespräche geführt hätten. Gucken Sie sich den Landeshaushalt an, der wird am Montag oder Dienstag beschlossen, das ist jetzt alles klar. Da kommt die Klimamillion, da kommt diese zusätzlichen Erhöhungen der Kita-Pauschale, und es ist ja auch so, dass wir in den Folgejahren der mittelfristigen Finanzplanung, wenn Sie genau lesen könnten, da waren ja mehrere, die das irgendwie nicht vollzogen haben anscheinend, entsprechend die Mittel des OB ja auch mitgenutzt haben. Wir haben in der mittelfristigen Finanzplanung kein Negativsaldo, sondern wir haben da ein Positivsaldo, um eben eine gewisse Delle wieder auszugleichen. Kurz und gut, ich sage jetzt an dieser Stelle, da die Redezeit ja schon abgelaufen ist, wir haben diesen Haushalt in sehr konstruktiven Zusammenwirken hier erreichen können. Auch die Anpassung noch, die wir vorgenommen haben, dafür möchte ich mich auch bei allen nochmal bedanken. Insbesondere muss ich sagen, einen will ich herausheben, trotzdem den Kollegen Thilo Kiesling mit seiner, als langjähriger Stadtrat hier, auch mit seiner Erfahrung, die er eingebracht hat. Und ich wünsche mir, dass wir für die Zukunft genau das öfter noch mal erreichen als Stadtrat, dass wir in einer breiten demokratischen Mehrheit zeigen, dass wir als Stadt uns handlungsfähig sind. Das haben wir hier gezeigt. Weiteres dann noch in der nächsten Rede. So, dann gehen wir jetzt nach der Fraktionsrunde in die weiteren Redner. Es beginnt Herr Blödner, dann Frau Abel, dann Frau Filiusine. Also Herr Blödner. Ja,
Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann meinerseits auch noch ein paar Anmerkungen zum jetzigen vorliegenden Entwurf und den möglichen Änderungen zum Doppelhaushalt 2023-2024. Vielleicht erstmal grundsätzliche Anmerkungen noch. Es ist ein von der Verwaltung aufgestellter, vorsichtiger und sparsamer Haushalt, der uns vorgelegt wurde. Risiken wie beispielsweise bei den Personalkostensteigerungen sind abgebildet. Dennoch gab es dann auch noch 10 Millionen pro Jahr, die nach dem Änderungsantrag weiterhin noch offen waren zur Verfügung zur Schwerpunktsetzung von uns als Stadtrat. Vieles war lange unklar, die Gesamtsituation bleibt volatil, wir können uns nicht sicher sein, wie sie es entwickelt, aktuell sieht es gut aus, vielleicht wird es sogar besser, als man das glaubt, aber ja, müssen vorsichtig sein und insgesamt können wir auch bei vielen mitgehen, was entsprechend seitens der Verwaltung vorgelegt wurde. Das Vorsichtsprinzip wurde angewendet und keine überbordenden Ausgaben unterstützt. Für uns als Stadtrat stellt sich dann die Frage, wie wir mit allem umgehen, was fehlt, was problematisch ist. Vor 2,5 Wochen gab es dann für uns als FDP-Fraktion die überraschende Rückeinladung. Nachdem wir erst aus den Haushaltsgesprächen ausgeladen wurden, wurden wir dann wieder eingeladen und haben entsprechend mit CDU, Grüne, SPD und Linke die Haushaltsverhandlungen geführt. Dafür vielen Dank. Wir glauben, dass es insbesondere beim Haushalt sinnvoll ist, alles auf ein breites Fundament zu stellen. Es ist durchaus eine Leistung der vergangenen Jahre, sowohl seitens der Verwaltung und des Oberbürgermeisters als auch vom Stadtrat, dass wir jeweils rechtzeitig einen Haushalt verabschiedet haben und dies heute aller Voraussicht nach ebenso tun. Es gibt allen Beteiligten Planungssicherheit. Was passiert, wenn 5 Fraktionen sich zu Haushaltsverhandlungen treffen? Es wird zuerst mal teuer. Ein Ausgleich für alle Fraktionen und deren Schwerpunkte ist nötig. Die Fachpolitiker aller Parteien wollen auch lieber mehr als weniger. Aber wir haben als Stadt in den vergangenen Jahren seriös gewirtschaftet, regelmäßig hohe Überschüsse gemacht, sodass uns zwar als FDP lieb gewesen wäre, dass am Gesamtergebnis die Kosten etwas niedriger ausgefallen wäre und der einen oder anderen Stelle vielleicht nicht alle Wünsche erfüllt würden und man stärker priorisiert hätte. Aber so ist es bei Kompromissen mit unterschiedlichen Schwerpunkten und die Stadt kann mit dem Ergebnis gut umgehen. Für uns als FDP-Fraktion stand insbesondere das Thema DVB im Fokus. Erstmalig gibt es direkte Zuschüsse aus dem Haushalt. 16 Millionen 2023, 19 Millionen 2024. Aber in der Vorlage eben auch eine Verknüpfung mit Parkgebühren und Anwohnerparken. Da halten wir es für notwendig, dass es sauber getrennt wird. Und wenn schon der Zuschuss erfolgt, dieser aus dem Gesamthaushalt zu erfolgen hat. Mit allen negativen Konsequenzen in anderen Bereichen und der Hoffnung, dass man zukünftig auf die ein oder andere Frage und deren Kosten bei der DVB genauer schauen wird. Denn ob wir weiter als Stadt eine so gute Einnahmesituation haben, die uns das wegstecken lässt, ist fraglich. Mit dem Zuschuss geht für uns einher, auch als Stadtrat ein genaueres Augenmerk darauf zu legen, wie mit dem Geld bei der DVB umgegangen wird und ob überall Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkte beachtet werden. Damit entwickelt sich die DVB dauerhaft zu einer politischen Frage. Das bedeutet, dass man die DVB und deren Leistung dadurch auch immer im Gesamtkontext aller städtischen Maßnahmen zukünftig sehen muss. Was wir für die DVB zuschießen, fehlt eben im Haushalt für andere Projekte. Entscheidend im Haushalt ist, dass es aber nicht den Autofahrern aufgebürdet wird, sondern eben die gesamte städtische Aufgabe zu sehen ist. Parkgebühren und Anwohnerparken sind damit von der DVB entkoppelt, was für uns als FDP-Fraktion ein sehr wesentliches Anliegen war. Der Ansatz im Haushaltsentwurf wird um die geplanten Mehreinnahmen aus Erhöhungen von Parkgebühren und Anwohnerparken reduziert. Aber, lieber Johannes Lichti, im Saldo des Haushalts wird in Dresden vor allem der DVB-Kunde subventioniert und nicht der Autofahrer, nicht der Fußgänger oder der Radfahrer. Als FDP-Fraktion ist unsere Rolle in solchen Gesprächen ja eher, Kosten zu vermeiden, alles erknappt zu halten und auch Gebühren oder Kostensteigerungen für die Bürger zu verhindern. Das konnten wir erfolgreich einbringen. Kostensteigerungen, Gebühren oder Steuererhöhungen sind nicht enthalten, Kredite sind nicht geplant. Mit der Maßgabe niedrigerer Kosten haben wir uns als FDP für uns selbst entsprechend auf kleinere Projekte konzentriert und in deutlich geringerem Umfang eigene Vorschläge eingebracht als andere Fraktionen. So ist uns wichtig, dass das Thema Großveranstaltungen über die DMG angegangen wird und die Konzeption einer internationalen Hygieneausstellung mit enthalten ist, die, Johannes Lichti, auch vom Stadtrat schon beschlossen wurde. Die Sondernutzungseinnahmen sind reduziert, um zur Belebung der Innenstadt, Entwicklung neuer Veranstaltungskonzepte und Ähnlichem dort mehr Freiraum zu schaffen. Der Zuschuss zum Citymanagement wird erhöht, um dort mit den Gewerbetreibenden für eine positive Fortentwicklung der Innenstadt zu sorgen. Der Kottaer Bogen am Emrich-Ambros-Ufer, der schon längst fertig geplant war, ist mit dem Beschluss jetzt wieder mittelfristig finanziell hinterlegt, damit dort die dringende Anbindung und Umgehung des Gymnasiums und dem Rathaus Kottaer endlich erfolgt. Jeder, der die Ecke kennt, wundert sich, dass es dort nicht vorwärts geht und man lieber unproblematischere Fragen im Geschäftsbereich von Herrn Kühn diskutiert.
Nach diesen Diskussionen und einer sehr kurzen, intensiven Haushaltsberatung konnten die Änderungen zur Haushaltssatzung gemeinsam mit CDU, Grüne, SPD und Linke erarbeitet werden. Am Ende ist der Haushaltsbeschluss ein teurer, aber guter Kompromiss, der vieles für die Stadt enthält und viele Verbesserungen möglich macht. Entsprechend bitten wir um Zustimmung zum federführenden Ausschussvotum. Danke. So, wir machen weiter. Frau Abel und dann erst Frau Abel, dann Frau Filosina. Herr Oberbürgermeister, werte Stadträtinnen und Stadträte, Zuhörerinnen und Zuhörer. In diesen Verhandlungen waren wir beteiligt und jede Partei hat versucht, ihre Schwerpunkte zu setzen. Und nur weil die anderen auf einen zugingen und wir auf die anderen, konnten wir dann so etwas Gemeinsames vorlegen. Und ich möchte jetzt kurz darstellen, in welchem Bereich, natürlich ich als Bildungs- und Kulturpolitikerin besonders, hier die Schwerpunkte der Linken sah. Es ist ja nicht unbekannt, dass die Linke besonders auf der Agenda hat, dass Bildung für alle Menschen gleichberechtigt möglich sein muss, dass der Zugang zur Kultur für alle Menschen da sein muss und dass wir auch möchten, dass alle Menschen sich an den Prozessen in der Stadt beteiligen können. Deswegen fanden wir es ganz besonders wichtig, dass die Beauftragten auch mit einem vernünftigen Budget ausgestattet werden. Es ist immer noch nicht ausreichend unserer Meinung nach, aber es ist eine Erhöhung, die stattgefunden hat mit diesem Vorschlag, den wir jetzt hier vorlegen. Wichtig, sind Sie als Verbindungsglied zwischen Politik und Verwaltung und den verschiedenen Gruppierungen, die hier beteiligt werden, ihre Interessen vorbringen können, ihre Sorgen vorbringen können. Wir können uns das gar nicht leisten, sie nicht in diesem Maße zu beteiligen, die Seniorinnen, die Kinder, die Migrantinnen und die Menschen mit Behinderungen. Deswegen waren wir uns dann alle auch eigentlich sehr schnell einig, dass wir dort eine Erhöhung alle zustimmen. Die Volkshochschule als eine der größten Bildungseinrichtungen der Stadt bekommt einen nur geringfügig erhöhten Zuschuss, nämlich 100.000. Noch wichtiger ist, dass wir ja an Sie in nächster Zeit große Aufgaben übergeben. Wir wollen, dass Sie eine zentrale Rolle beim lebenslangen Lernen spielen, dass Sie das, was wir als Konzept gerade in der Stadt erarbeiten, auch mit erarbeiten, mit Ihren Beitrag bringen. Und wir wollen, dass Sie vor Ort sind und dort in den entsprechenden Stadtteilen Angebote machen. Das können Sie unmöglich, wenn wir Sie nicht dann auch mietfrei in unsere Objekte, bisher haben wir das auch getan, aber nun werden wir es auch künftig tun, Sie können mietfrei in den Objekten der Stadt Ihre Angebote machen. Die barrierefreie Haltestellen stocken wir auch noch mal auf. Heute, als ich in die Linie 3, die als Ersatz für die 8 fährt, in Hellerau einstieg, Hellerau, was sehr viel inklusive Angebote hatte, stieg eine ganze Gruppe von Menschen ein und es stand eben auch ein Rollstuhlfahrer da. Den hatte der Bahnfahrer leider gar nicht gesehen und er fuhr an und wirklich ein empörter Aufschrei in der Straßenbahn. Er hielt an und sagt, ach, den habe ich gar nicht gesehen. Und dann musste natürlich diese Rampe rausgefahren und also es ist eine längere Prozedur, gerade bei Schnee, die dann notwendig war. Hellerau steht zum Beispiel auf der Liste der noch zu verändernden Haltestellen, die unbedingt notwendig sind, weil dort relativ oft Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer in diese kulturelle Einrichtung gehen. Das Programm wird aufgestockt nächstes Jahr und noch ein mehr dann im 2024. Insgesamt 700.000 Euro. Dass die Kultur- und Nachbarschaftszentren uns ganz besonders am Herzen liegen, haben wir ja schon mehrmals hier in verschiedenen Reden bewiesen. 500.000 Euro hatten wir mal beschlossen jedes Jahr, 250.000, also nur die Hälfte stand drin. Wir sehen Kultur- und Nachbarschaftszentrum als eine Infrastruktur, um Nachbarschaften und Communities zu stärken. Wir glauben, dass das ein soziales Erfordernis und ein soziokulturellen Bedarf deckend ist. Sie können die Selbstorganisation der Bürgerinnen vor Ort unterstützen. Deswegen finden wir, dass es unbedingt da weitergehen muss und sind sehr froh, dass
hier eine Aufstockung erfolgte. Bei der kulturellen Förderung gingen unsere Ideen sehr weit auseinander. Also sagen wir mal von 0 bis 1,3 Millionen. Das ist ein weites Feld, ein weites Diskussionsfeld, und wir haben uns bei 725.000 Euro getroffen. Wir finden, das ist ein guter Kompromiss. Es ist ein Kompromiss, mit dem wir den Kulturentwicklungsplan ein wenig weiter vorantreiben können und den dort verankerten Zielen. Es ist noch nicht ausreichend, aber es geht halt nur Schritt für Schritt. Und schließlich, die Schulen kann ich jetzt gar nicht mehr erwähnen, weil meine Zeit hier fehlt, möchte etwas sagen, was wir alle gemeinsam tragen und wo ich wirklich empört bin, dass es jedes Mal nicht drinsteht, nämlich die Kunst im öffentlichen Raum. Die Kunstkommission leisten wir uns und dann stellen wir kein Geld dafür ein. Das sind 60.000 Euro, das ist keine Unsumme, und wir wünschen uns, Herr Oberbürgermeister, dass es das nächste Mal von vornherein drinsteht. Ist er gar nicht da? Doch, er ist da. Okay. Das wäre es jetzt kurz zu Kultur. Die Bildung macht bestimmt jemand noch von den anderen. Also, erstens, stimmt es nicht? Zweitens, habe ich ausgeführt, dass Sie es dann selber in die Mittelfristplanung aufnehmen müssen, wenn es dann eben entsprechend gewünscht ist. Wir sind bei der nächsten Rednerin, das ist Frau Filius-Jene, und dann sind wir danach ist ja Kiesling an der Reihe. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich fange jetzt gleich mal bei dem an, was Herr Oberbürgermeister gerade und vorher gesagt hat. Ja, es ist uns bewusst, es ist uns allen bewusst, dass man bei diesem 1%, was man hier nachsteuern kann, wo wir einfach auch die Möglichkeit haben, im Ehrenamt und in unserer gemeinsamen Arbeit, dass das meistens, bei der DVB ist zum Glück anders, dazu sage ich gleich noch was, dann wirklich nur für den kommenden Doppelhaushalt ist. Und ja, ich habe das inzwischen auch kapiert und verstanden, dass man dann natürlich das Risiko eingeht, dass beim nächsten Mal diese Zusatzpositionen sich beim Haushaltsansatz wieder nicht finden, weil wir sie tatsächlich nicht in der Mittelfrist drin hatten. Aber ich finde dennoch, dass man für die nächsten 2 Jahre dann zumindest diese positiven Signale setzen kann. Und auch ich schließe mich dem an, dass wir einen Haushalt hiermit verabschieden, der eben nach vorne weist und gerade in diesen krisenbeladenen Zeiten ein positives Signal setzt. Und ist auch schon gesagt worden, aber auch das möchte ich noch mal unterstreichen. Da sage ich dann auch in Richtung Johannes Lichti gleich noch mal, was nicht nur Kompromisse in der Sache sind wichtig, sondern wir haben hier auch die Handlungsfähigkeit des Stadtrates gezeigt. Zu dem Thema DVB Gegenfinanzierung. Ja, es ist kein Geheimnis und Johannes Lichti hat es natürlich ganz besonders uns angekreidet, dass wir als Grüne auch gerne die Nutznießer insgesamt für die Finanzierung der Dresdner Verkehrsbetriebe mit einbezogen hätten. Und das sind bei einem guten ÖPNV auch die Autofahrer, und zwar sowohl beim Fahren wie auch beim ruhenden Verkehr. Aber es ist ja auch kein Geheimnis, dass außer uns nur noch die SPD dieser Ansicht war. Und dann kann man ja leicht rechnen, kriege ich da eine Mehrheit zusammen, ja oder nein? Und da muss ich sagen, Johannes, du bist ein so alter Hase im politischen Geschäft. Du weißt eigentlich, was man tun muss, um Mehrheiten zu bekommen. Ich frage mich, wo sind die Mehrheiten, die du beschaffst? Und in einer Demokratie sind Mehrheiten einfach nötig. Und by the way, es ist schon von meinem Kollegen Hans gesagt worden, wir haben die ganzen Einwendungen zum Haushalt soweit möglich berücksichtigt. Wir haben aber auch, wenn ihr da mal so fair seid und einen Abgleich macht, viele Punkte, die im Ersetzungsantrag oder Änderungsantrag der Dissidenten drin waren, finden sich hier wieder. Ich komme noch mal zurück.
was aus unserer Sicht wirklich wichtig war und auch nach vorne gewandt ist, das sind, auch wenn der Kollege Lichti da offensichtlich nicht die Zahlen lesen kann, die im Änderungsantrag drinstehen, das sind auch viele Projekte zum Thema Klimaschutz und Klimaanpassung, Baumpflanzung, Begrünung, Innenstadt, die Gebäude, energetische Gebäudesanierung, und da ist jeder Schritt in die richtige Richtung wesentlich. Wir machen was für den Gewässer- und Hochwasserschutz. Im Verkehr gibt es Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung, Stellen für die Umsetzung der Fußgängerstrategie, mehr für den Wartung Winterdienst für Straßen und Radwege. Und im Sozialbereich, da vermute ich schon, weil Thilo Kiesling hat sich ja auch gemeldet, der wird das alles schön aufzählen, das kann ich mir jetzt wahrscheinlich sparen. Ich würde noch gerne was zum Thema Kultur sagen. Auch da war es so, jedem von uns, der jetzt, wir haben nächste Woche die Sondersitzung des Kulturausschusses, da haben wir die kommunale Kulturförderung, und da ist in der Vorlage der Verwaltung bereits vorne aufgelistet, was eigentlich, wenn man, was inzwischen auch in die Förderrichtlinie Eingang gefunden hat, bräuchte, um wirklich bei der freien Szene, die uns ja sehr am Herzen liegt, faire Löhne und die fairen Kosten zu berücksichtigen. Da ist es nicht, das sage ich gleich, die Zahl, die da vorne steht, ja, weil die ist uns nicht gelungen. Wir haben 3 Millionen insgesamt zusätzlich für den Kulturbereich geschafft. Aber ich finde, Anja Abel hat die Zahl schon mal gesagt, 725.000 pro Jahr ist ein ganz wesentlicher Schritt in die richtige Richtung, um hier die Strukturen zu erhalten und auch zu stabilisieren. Kommen Sie bitte zum Schluss. Ich sage noch einen letzten Satz, und dass es uns gelungen ist, auch zwischen den städtischen Einrichtungen wie auch Bibliotheken oder Eigenbetrieb, HSKD und der freien Szene eine gewisse Ausgewogenheit bei dem, was wir jetzt noch oben drauf geben können, zu finden. Das finde ich auch sehr gut, und da danke ich auch ausdrücklich an der Stelle nochmal den Kolleginnen und Kollegen, kulturpolitische Sprecherinnen und Sprecher. Wir haben da auch sehr gut zusammengearbeitet. Vielen Dank. So, als nächste Wortmeldung Herr Kiesling und dann Herr Mattes. Meister, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hoffe, es wird nicht so unsystematisch. Ich fange mal bei den Dissidenten an. Also manchmal sind sie ja auf dem Punkt genau, und dann sitze ich in meiner Reihe und denke, ja, da ist schon was dran an der Kritik, die sie sagen, und manchmal ist es einfach unterirdisch, und heute ist es unterirdisch. Ich würde mir eigentlich wünschen von den Dissidenten, sag's mal so, einfach fundierte Kritik von links an dem Gesamthaushalt und auch an unserem Wirken, und dann wäre das Ausgleichen gegenüber der aus meiner Sicht natürlich vollkommen unsinnigen Kritik von rechts, die da kommt, und dann hätten wir aber vielleicht ein Gleichgewicht der Argumente hier und könnten sagen, okay, wir beschreiben die Mehrheit im Rat mit allen Kompromissen, und es gibt eine ordentliche Kritikebene, und dann kann die Bevölkerung schauen, was da rauskommt. Was aber kommt, ist ein kleinkrämerischer Unfug. Also Entschuldigung, lieber Lichti, dich interessiert der Gesamthaushalt gar nicht. Du guckst auf unsere Umverteilungsliste und dann greifst du die Grünen an und machst sie eine Privatkrieg auf. Was soll das? Was soll das? Und dann noch so intellektuell unredlich, dass du einzelne Stadträtinnen und Stadträte angreifst, als ob nicht hinter jedem einzelnen von uns Wählerinnen und Wähler stünden. Teil einfach die 500.000 Stadt durch 70, dann weißt du, wie viele Menschen hinter jedem von uns stehen. Und niemand hat hier Privatwünsche. Magnus Hecht mit seinem Nachtbürgermeister. Da kann man 10-mal drüber lachen. Aber Magnus Hecht hat dieses Thema hier, seit er im Stadtrat ist, vorangetrieben. Und zwar, weil er sagt, es ist eine Wirtschaftsförderungsmaßnahme. Es geht um eine bestimmte Art von Wirtschaften, die nachts stattfindet, wo eben ganz genauso Menschen arbeiten, wo sich Leute dran vergnügen können. Und das muss in irgendeiner Art und Weise koordiniert werden. Und er hat dazu einen Stadtratsbeschluss hier erreicht. Das hat dieser Stadtrat beschlossen. Und dass du so hergehst und das so abtust, als ob hier irgendjemand im Hinterzimmer sich selber privat Geld ranschaufelt, das ist demokratiezerstörend. Diese Art von Kritik. Und ich will denjenigen, die vielleicht zuhören draußen, einfach sagen, erstens,
Schauen Sie sich, ist öffentlich einsichtbar, denke ich, die Liste der Mehrbedarfe an, die von den einzelnen Geschäftsbereichen in Bezug zur Budgetvorgabe an den Oberbürgermeister gemeldet worden sind. Schauen Sie sich diese unendlich vielen Positionen an, die nicht im Haushalt drin sind. Jede einzelne wäre es wert, betrachtet zu werden. Wir sagen, der Oberbürgermeister hat diese Liste genommen, hat eine Priorität vorgegeben. Wir prüfen diese Priorität, wir können sie hier und da anders setzen. Aber was wir uns alles nicht leisten können, das ist eine ganz spannende Frage. Gucken Sie sich das an. Und zweitens, nehmen Sie doch mal die Liste, die jetzt die Fünf-Parteien-Koalition aufgestellt hat. Koalition ist ein unsinniger Begriff. Wir sind in diesem Moment zusammengekommen, um den Haushalt gemeinsam zu tragen. Nehmen Sie die Liste. Und dann gehen Sie sie Punkt für Punkt durch. Und machen Sie mal einen Quiz dahinter, von welcher Fraktion würde denn das wohl eingebracht sein? Ist es wirklich so in der Welt, dass man gegeneinander kämpfen muss und sich behaken muss und dem einen was abreden muss, was der andere an Vorschlägen für die Verbesserung dieser Stadt hat? Soll es wirklich so sein, dass wir als Linke zum Beispiel einen Vorschlag ablehnen, weil er von der CDU kommt, dass wir ihnen die Schulsekretärin, die ein CDU-Vorschlag war, hart abbringen, zugunsten vielleicht von noch mehr Stadtbezirksförderung? Soll es das wirklich sein? Und das Spannende ist, es funktioniert. Wir sitzen gemeinsam da, wir vergleichen die Vorschläge der Fraktionen, wir sagen, das könnte für die Stadt gut sein. Und die CDU wünscht sich ein Schwarzdeckenprogramm. Und ist es wirklich schlimm, wenn Straßen, die holprig sind, zugedeckt werden und hinterher nicht mehr so holprig sind? Ist das schlimm? Muss man dagegen kämpfen? Nee, muss man nicht. Man kann sagen, okay, im Rahmen der Dinge, die wir uns leisten können, soll dafür auch Geld da sein. Und selbstverständlich wäre dieser Kompromiss anders, wenn wir Linken nicht dabei wären. Ganz klar, weil natürlich die Schwerpunkte der Parteien anders sind, der Fokus der Parteien auf etwas anderem liegt. Ja? Selbstverständlich wäre dann weniger Geld für die Jugendhilfe drin. Herr Oberbürgermeister, die 10 Sekunden noch zur Jugendhilfe und zum sozialen und zur mittelfristigen Finanzplanung. Also, natürlich könnten wir im Rat diese Summe in die mittelfristige Finanzplanung stellen. Das wäre möglich. Auf der anderen Seite ist es aber auch nicht verboten, dass es die Verwaltung von selbst tut. Und es ist jetzt der 4. Doppelhaushalt, an dem ich mitwirke. Jedes Mal hat dieser Stadtrat diese Summe wieder hochgesetzt. Vielleicht merkt es die Verwaltung irgendwann mal und hält sich zum Beispiel an die eigenen Planungsbeschlüsse. Wir haben nämlich dort einen Beschluss, der eine Relation von Fachkräften zu Kindern vorsieht. Die Verwaltung könnte einfach die inhaltlichen Beschlüsse umsetzen und sich nicht darauf zurückziehen, dass es einer Ratsmehrheit nur unter Mühen möglich ist, diese riesigen Summen umzuverteilen in der mittelfristigen Finanzplanung. Aber sie tun es nicht. Das ist, Entschuldigung, Ihr Teil an dieser Verantwortung, eben nicht nur der Rat. So, damit will ich es bewenden lassen. Meine Zeit ist zumindest hier mein... Ach, hier habe ich keine mehr. Okay, ja, meine Zeit ist fast um. Ich habe das Nötige gesagt. Danke für die Aufmerksamkeit. So, der nächste Redner, Herr Mattis, und dann Herr Triefs. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist ja hier gesagt worden, was hier angeht. Jetzt? Ja. Also, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist ja hier gesagt worden, was angeblich für wem alles drin steht. Ich weiß nicht, ob für mich auch was dabei ist. Ich sage mal die Dinge, über die ich mich besonders gefreut habe, dass es uns gelungen ist, die hier mit unterzubringen in dem gemeinsamen Beschluss der 5 Fraktionen. Eins, darüber ist überhaupt noch nicht gesprochen worden, deshalb sage ich es mal zuerst. Wir haben uns geeinigt, dass wir uns gemeinsam zu den notwendigen Investitionen in unser städtisches Klinikum bekennen. Und zwar an den Standorten Friedrichstadt, Trachau in Neustadt und an dem Standort Weißer Hirsch, wo ja die neue Psychiatrie entstehen soll. Ich glaube, das ist zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiger Beschluss, den wir jetzt gemeinsam mit dem Begleitbeschluss fassen. Das Zweite ist, und das ist hier schon mehrfach angesprochen worden, die ganze Sache mit dem ÖPNV und der DVB. Natürlich freue ich mich, dass wir endlich wie in allen anderen Großstädten sozusagen ein Bekenntnis haben zum Einstieg in die öffentliche Finanzierung des ÖPNV. Und zwar an eine steigende öffentliche Finanzierung, natürlich, wie überall. Und ich weiß, wie ich vor 1,5 Jahren in dem Stadtrat noch ausgelacht worden bin, weil damals in der Antrag ist übrigens immer noch im Geschäftsgang, da kommen wir vielleicht morgen noch drauf, ein Antrag der Linken, die dieses Bekenntnis gefordert hat zum ÖPNV. Und jetzt in der Zwischenzeit nach 1,5 Jahren ist es durch. Und ich erinnere mich, wo wir angefangen haben mit den Haushaltsverhandlungen. Da gab es ja diesen
Beschluss, diesen Antrag des Oberbürgermeisters oder die Vorlage mit dem Namen Anpassung des Parkraummanagements der Tarife und der Organisation des ÖPNV als Beitrag zur Sicherung des ÖPNV in der Landeshauptstadt Dresden. Und die meisten haben da nur bis zum Komma gelesen. Die tun so, als wäre es darin nur um das Parkraummanagement gegangen. Das war aber gar nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt in diesem Antrag, der heute klammheimlich jetzt von der Tagesordnung Gott sei Dank verschwunden ist, war der Punkt, der Oberbürgermeister wird beauftragt, sich im Verkehrsverbund Oberelbe für Tariferhöhungen zur angemessenen Finanzierung des ÖPNV in Anlehnung an Indexverfahren einzusetzen und diesen Tariferhöhungen in der Zwecksversammlung zuzustimmen. Das heißt, es wäre ein Generalbeschluss gewesen, mit dem der Oberbürgermeister aufgefordert war, ständig für Tariferhöhungen im ÖPNV zu sorgen. Ständige Fahrpreiserhöhungen. Das ist der Beschluss, der uns untergejubelt werden sollte. Und da redet der Lichti irgendwas vom Parkraummanagement. Der hat wirklich nie bis übers Kolmar hinausgelesen. Es stimmt einfach nicht. So. Und dieser Beschluss ist jetzt Gott sei Dank vom Tisch. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Es geht darum, dass nicht sozusagen einseitig die Fahrgäste belastet werden, sondern wir in eine öffentliche Finanzierung einsteigen und uns dabei auch nicht auf die Leimspur führen lassen, eine Teilgruppe der Öffentlichkeit. Denn wenn es eine öffentliche Finanzierung ist, heißt, wir alle müssen es bezahlen, über unsere Steuern, Abgaben und so weiter. Natürlich müssen wir es alle bezahlen. Aber wir haben uns nicht auf die Leimspur führen lassen, eine Teil dieser Öffentlichkeit sozusagen relativ willkürlich zu belasten. Und da sind wir wieder bei dem Parkraummanagement und dem Anwohnerparken. Das hätte ja noch nicht mal alle Autofahrer gleichmäßig betroffen. Kann man jetzt darüber streiten, ob gerade die Autofahrer diejenigen sein sollen, die dazu beitragen, aber nicht mal die wären gleichmäßig betroffen gewesen. Wer am Stadtrand sein Auto auf seinem eigenen Grundstück stehen hat, dem kann das Anwohnerparken völlig nutz sein. Dem kostet das gar nichts. Das Anwohnerparken trifft nur diejenigen, die ihr Auto in den Stadtteilen haben mit einem besonders hohen Parkdruck, die es dann tatsächlich auch finanzieren müssen. Und deshalb ist das sozusagen so ein willkürlicher Beschluss, der einfach an diese Stelle nicht gehört. Deshalb haben wir den auch nicht mitgetragen, sondern wir sind dafür, dass der ÖPNV, wie wir es schon seit Jahren fordern, öffentlich finanziert werden muss, wie es auch in allen anderen deutschen Großstädten erforderlich ist. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass uns das gelungen ist, im Haushalt zu verankern. Vielen herzlichen Dank. So, die nächste Wortmeldung, Herr Treves und als nächster Herr Pinkert. Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will an dieser Stelle noch mal mit Mikro wäre besser. Dann versuche ich es jetzt noch mal. Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will an dieser Stelle noch mal meine Freude zum Ausdruck bringen, dass wir vor allen Dingen heute tatsächlich dazu kommen, diesen Haushalt zu beschließen, denn ich bezweifle, dass ich der Einzige gewesen sein werde, der viele bange Anfragen, insbesondere von freien Trägern dieser Stadt, aber auch vielen anderen, die im Auftrag der Stadt unterwegs sind und dafür von uns bekommen habe, wie geht es denn ab dem 1. Januar weiter, haben wir eine Planungssicherheit, haben wir keine Planungssicherheit, und deswegen ist es wichtig, dass wir zum heutigen Tag und jetzt noch im Jahr 2022 diesen Haushalt für die nächsten zwei Jahre beschließen, weil wir dann diesen Menschen auch tatsächlich sagen können, und so geht es weiter. Und ich glaube, gerade mit Blick auf die Bereiche Soziales, Gleichstellung, Kultur und viele andere Bereiche, wo wir freie Träger fördern, Kinder- und Jugendhilfe nicht zu vergessen, können wir hier auch eine sehr klare Aussage treffen, nämlich, dass die Angebote, die wir in unserer Stadt haben, die werden die nächsten zwei Jahre erhalten werden. Sie werden nicht gekürzt, sie werden nicht eingespart. Und wir denken auch daran, dass Tarife steigen und dass Energiekosten steigen und dass Mieten steigen und haben das in unseren Förderansätzen berücksichtigt. Ich glaube, das ist ein wichtiges Zeichen für die Trägerlandschaft.
Und deswegen wollte ich das hier auch noch mal so deutlich sagen. Das betrifft auch ein paar Projekte, wo es tatsächlich ein bisschen auf der Kippe stand. Ich will vier Beispiele nennen, wo das aus unserer Sicht, aus Sicht der SPD-Fraktion besonders wichtig ist, dass das uns gelungen ist. Das ist zum einen das suchtspezifische Streetwork, was wir in der Stadt haben. Das haben wir mal für den Wiener Platz eingeführt, ist aber inzwischen in vier Stadtteilen dieser Stadt unterwegs. Die Landesförderung ist ausgelaufen. Wir haben es mit dem Haushalt geschafft, dieses Projekt zu erhalten und es jetzt rein kommunal zu finanzieren. Ähnlich sieht es bei der medizinischen Sprechstunde für wohnungslose Menschen in unserer Stadt aus. Ein Projekt, was erst Mitte diesen Jahres angelaufen ist, was eine wichtige Ergänzung in unserer Angebotslandschaft ist. Auch das können wir in den nächsten zwei Jahren fortsetzen. Und auch im Gleichstellungsbereich zwei Beispiele genannt. Einmal Medea mit dem Projekt Müttergesundheit und einmal die Papa-Seiten vom Väterzentrum, um auch beide Geschlechter hier gleich zu bedienen, sind zwei Projekte, die wir erhalten konnten, die wichtig sind für diese Stadtgesellschaft, die erst in den letzten zwei Jahren entstanden sind und jetzt trotzdem eine Perspektive über Ende diesen Jahres hinaus bekommen. Was bisher noch ein bisschen unterbelichtet war in der Debatte, ist das Thema sozialer Wohnungsbau. Da haben wir 12 Millionen Euro in diesen Haushalt eingestellt, um Grundstücke als Stadt zu erwerben. Wir wissen alle, dass das eines unserer Hauptprobleme in der Stadt ist, dass uns zu wenige Grundstücke, die tatsächlich nutzbar sind für den kommunalen Wohnungsbau, gehören. Und deswegen ist es auch in der momentanen Zeit, wo es schwierig ist, durch unterschiedlichste Entwicklungen, insbesondere weggaloppierende Baupreise, tatsächlich neuen bezahlbaren Wohnraum zu bauen, weiter daran zu arbeiten, dass wir die Voraussetzungen dafür schaffen, dass, wenn die Marktsituation wieder besser wird für die Wohnen in Dresden, wir dann auch wirklich zügig weitermachen können. Und dazu gehört es, dass wir Grundstücke in dieser Stadt erwerben, mit denen wir dann zukünftig sozialen Wohnungsbau betreiben können. Und auf einen Punkt möchte ich auch noch mal hinweisen. Wir sind eigentlich mit der Stadtbezirksförderung gestartet, mal mit dem Anspruch, 25 Euro pro Einwohner und Einwohnerin in dieser Stadt den Stadtbezirksbeiräten zur Verfügung zu stellen. Das ist uns bislang nicht gelungen, aber das, was uns immerhin mit diesem Haushalt gelungen ist, ist, dass wir von 10 auf 11 Euro eine Steigerung um 1 Euro pro Einwohner und Einwohnerin in dieser Stadt im Budget für die Stadtbezirksbeiräte haben. Und ich glaube, das ist eine wichtige Wertschätzung für diese wichtige Arbeit, die diese Gremien leisten. Das ist ein Erfolgsmodell und das sollten wir weiter ausbauen. Und ich hoffe, dass wir zukünftig auch zu den 25 Euro pro Einwohner und Einwohnerinnen kommen. Es stecken noch ganz viele kleine Projekte drin und im Gegensatz zu den Aussagen von Herrn Lichti sind das eben nicht irgendwelche Privatinteressen, sondern da steht auch der Auftrag der Wählerinnen und Wähler dahinter und das ist auch einfach eine Folge von aktiver und intensiver politischer Arbeit, dass sich eben die einzelnen Stadträtinnen und Stadträte hier im Haus auch darum kümmern, dass Projekte nicht nur auf dem Papier im Stadtrat beschlossen werden, sondern dass sie eben auch nachhaltig in der Finanzierung abgesichert werden. Das gilt beispielsweise für die Gestaltung der Westerweiterung des Alauenparks. Da hat die Beteiligung 2012, glaube ich, stattgefunden. Also das war in der Zeit, bevor ich noch in den Stadtrat eingezogen bin. Bis heute haben wir es noch nicht umsetzen können. Dafür stellen wir jetzt zusätzliches Geld ein. Das gilt aber auch für Projekte wie das Römische Bad. Und insbesondere, weil Herr Lichti das ja angesprochen hat, die Fähre Pieschen ist ein Projekt, hinter das sich Stefan Engel klemmt und für das er arbeitet und das er tut für seine Wählerinnen und Wähler in Pieschen. Und das ist selbstverständlich richtig und wichtig, dort auch weiter dran zu bleiben und das entsprechend notwendige Geld zur Verfügung zu stellen. Letzter Punkt, auf den ich eingehen will, weil da die Kritik der Dissidenten noch besonders groß war, ist das Thema Tafel. Ich finde das total richtig und sinnvoll, sich dafür einzusetzen, diese Dachsanierung zu fördern. Aber es gibt zwei Punkte für mich, wo ich sage, es macht trotzdem Sinn, den jetzt vorgelegten Haushaltsentwurf zu beschließen. Das erste ist, da stehen 50.000 Euro drin für die tägliche Arbeit der Tafel zur Unterstützung. Und damit die dort bedürftigen Menschen mit Essen versorgen können, ist das, finde ich, erstmal der wichtigere Schritt. Zweitens, der Freistaat Sachsen legt ein Investitionsprogramm für die Tafeln in Sachsen auf und genau darüber sollte die Dresdner Tafel auch probieren, diese Investitionsmittel für die Dachsanierung zu bekommen. Da müssen wir als Stadt nicht ein Parallelprogramm dazu auflegen. Ich glaube, in diesen unsteten und herausfordernden Zeiten, vor denen wir gerade stehen oder in denen wir uns befinden, ist das ein wichtiges Zeichen auch für die Menschen mit wenig Geld in unserer Stadt. Und deswegen sind diese 50.000 Euro gutes und richtig investiertes Geld. Vielen Dank. So, als nächster Redner Herr Pinkert, dann Herr Schulte-Wissermann. Dr. Schulte-Wissermann.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, man könnte jetzt sagen, ein blaues Wunder, der Haushalt ist es nicht ganz, aber da komme ich noch drauf. Erstmal besten Dank an den Vorredner bezüglich unseres Antrags der Fähre Pieschen. Elbfähre Pieschen ist schon lange im Geschäftsgang von uns, soll jetzt gekapert werden von anderen. Aber wir haben den Haushalt vernommen und es wurde von den Bädern geschrien, wir brauchen unbedingt mehr Geld, sonst müssen wir schließen. Und das darf natürlich nicht sein, dort stehen wir auch dahinter. Wenn Sie unseren Haushaltsentwurf lesen, dort sind die auch drin. Aber was haben wir noch? Unsere ganze Infrastruktur verfällt. Es ist viel zu wenig Geld eingestellt, wie zum Beispiel Sanierung Blaues Wunder. Nossener Brücke, Stadtbahn 2025, vielleicht sollten wir es umbenennen, Stadtbahn 2075. Ja? Aber Dekadenz auf anderer Seite haben wir, ne? Wie Migrationssozialarbeit, die weit über den Pflichtteil hinausgeht. Das sind mehrere Millionen Euro, die dort versteckt sind. Gerade angesprochen, das Budget der Stadtteil, der Stadtbezirksbeiräte soll angehoben werden. Ja, der Herr Dreh ist schön erklärt. Dort ist aber auch eindeutig erklärt, dass das mehr eigentlich an sogenannte Stadtteilfonds gehen soll. Das heißt, dort wird wieder jemand beschäftigt und so weiter. Und wir werden sehen, was sich daraus entwickelt. Wir erhöhen das Kulturbudget. Frau Arnert, Sie dürfen sich melden und dann hier vorne stehen und erklären, was Sie für richtig halten. Erhöhung Kulturbudget, kann man drüber denken, wie man will, muss man sehen, was damit finanziert wird. Da könnte man auf die Frau Filius-Jene eingehen. Freie Szene heißt freie Szene, weil sie nicht dem Politbetrieb gehört. Ja? Monatshygiene auf städtischen Toiletten. Da hatten wir den Antrag, den wollten wir mitgehen, den wollten wir geändert mitgehen. Ja? Wurde unser Änderungsantrag abgelehnt, jetzt kommt er wieder zum Vorschein, aber nicht unser Antrag, sondern dieser beschlossene Antrag, wo wir sagen, der geht über den Bedarf und über das soll oder das muss oder das kann hinaus. Es ist eigentlich, wir waren dafür, das in den Schulen erstmal zu etablieren, jetzt wird einfach mit dem Geld um sich geschmissen, damit eben zum Beispiel im Rathaus die Monatshygiene da ist. Aber Gegenfinanzierung, ja, da stellen wir einfach mal 2024 ein paar Millionen aus Geld, aus Hilfen zur Erziehung. Wir sagen einfach, 2024 brauchen wir nicht mehr so viel Geld für Hilfen zur Erziehung. Und das ist mir aber was ganz Neues. Da müsste auch der Herr Kiesling eigentlich gesagt haben, ne, das ist eigentlich utopisch, aber sonst haben wir ja keine schwarze Null unten drunter stehen. Ne? Schön. Ausschüttung Sparkasse. Habt ihr mal gesehen, dass es eine Inflation gibt, ja? Im Moment sind die Kredite gelaufen mit sehr geringen Prozentzahlen. Ne? Die Kredite laufen von den Bürgern aus, die müssen einen neuen Kredit aufnehmen, um ihr Gebäude weiter zu finanzieren. Es kann demzufolge dazu kommen, dass die Bürger diese Kredite nicht mehr bedienen können. Dann muss die Stadt, die Sparkasse Gebäude zu einem geringeren Verkehrswert veräußern. Das heißt, die wird wahrscheinlich keine 5 Millionen einfach mal so ausschütten können. Das sind utopische Zahlen, die dort hingeschrieben werden, genauso wie ja, es ist ja sind ja mittelgebundene, ne, in der Liquidität wegen der Finanzierung von Bauprojekten. Die nehmen wir jetzt einfach mal weg. Aber wenn wir dann die Bauprojekte, die beschlossen sind, die in Planung sind, die in Durchführung sind, sind die Mittel weg? Und dann, was machen wir dann? Dann sagen wir, dann müssen wir Schulden aufnehmen, weil wir es ja beschlossen haben, oder wie? Ja, genau, der schöne Schattenhaushalt. Ne? Aber wir haben noch was Schönes. Sie haben alle gesagt, Bewohnerparken kommt nicht, das ist Verdienst der FDP, wurde gesagt. Nee, das stimmt so nicht. Das ist nämlich auch Verdienst der Linken, die sind nämlich nie auf den Kopf gefallen. Die wissen, das können sie nie an Bürger verkaufen. Und dann steht drin, wir erhöhen keine Parkgebühren. Dann gucken Sie sich den Haushalt an, der jetzt vorgelegt wird. 2023 1,4 Millionen, 2024 2,9 Millionen. Falschstopp, 1,4, 2,9 ist die gleiche Zahl, oder? Nee, ist eine Steigerung. Da fragen Sie sich natürlich, wo kommen die Steigerungen her? Na, da werden wir doch was Schönes erleben noch nächstes Jahr hier. Und dann natürlich, Mobi-Bike soll ausgebaut werden, DVB ist der große Zankapfel im Moment hier. Da reden wir sowieso drüber, über viele, viele Millionen, wenn der DVB sich an den Öder halten würde. Das heißt, wir machen Linienverkehr mit Bus, Bahn, Fähre. Ja? Dann wäre die DVB in einer ganz anderen Zahl. Aber nein, wir stellen uns gelbe Fahrräder hin, wir betreiben Mobi-Punkte, die so nicht beschlossen sind vom Stadtrat. Ja? Und dann haben wir vor kurzem noch hier gegen unsere Stimmen beschlossen, dass ein Anruftaxi etabliert wird. Na, das ist wunderschön, ist alles Geld, was zum Schluss fehlt. Was wir uns gewünscht hätten, wäre, dass unten drunter nicht nur eine schwarze Null steht, sondern Geld übrig bleibt, weil es wird auch andere Dinge geben, die wir nächstes Jahr finanzieren müssen, kurzfristig.
Und zum Schluss noch, Gesundheitsamt hat man auch noch eine Aufstockung gemacht. Da wird erstmal ein Teil vom Land bezahlt und vom Bund, aber später bezahlen wir das alles. Wofür brauchen wir eigentlich mehr Leute im Gesundheitsamt? Da hatte ich damals schon gesagt, passt genau auf, in dem Antrag steht etwas drin. Das ist nicht wegen der Pandemie jetzt, sondern das ist auch nicht für die Vorsorge, für die Kinder in der Schule, sondern da wird ein anderes Spiel gespielt. Vorher haben wir auch nicht so viele Bedienstete gebraucht im Gesundheitsamt, aber jetzt sollen wir massiv aufstocken. Nachtigall, ich höre draußen. Frau Arnold, Sie dürfen. So, die nächste Wortmeldung, Herr Dr. Schulte-Wissemann und dann Herr Hans. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream. Dieser Haushalt, er ist ja von einer sehr großen Mehrheit, wird er dann beschlossen werden, kann in der Sache ja nur ein Haushalt der kleinen Schritte sein. Ein Haushalt ist weiter so. Allerdings, wir haben 2022 und ich würde sagen, zumindest wenn wir an Klimawende und Verkehrswende denken, dann sollte doch eigentlich auch im Haushalt hier weitaus mehr geschehen. Ein Paradigmenwechsel müsste eigentlich eintreten. Wir müssten eigentlich Größenordnung 10, 20 Millionen in die ganze Sache stecken. Radverkehr, alle fortschrittlichen Städte stecken da ungefähr 20 oder mehr Euro pro Kopf und Jahr in die Radinfrastruktur. Wir machen nur einen Bruchteil davon. ÖPNV als Teil der Verkehrswende möchte ich jetzt etwas genauer erläutern und damit von meinem ursprünglichen Redentext abweichen, denn ich habe eben das Wort Paradigmenwechsel gesagt. Ich bin leicht schockiert. Die DVB hat Geld durch Tickets, die DVB hat Geld durch die DVD, durch die Sachsenenergie und das reicht aber nicht mehr. So, wir haben jetzt eine erkleckliche Euroanzahl, 10, 20 Millionen bald, die pro Jahr fehlen, die wir sozusagen dazu tun müssen aus dem Haushalt oder aus einer neuen Quelle oder wir streichen das Angebot zusammen. Es gibt logisch gesehen nur diese drei Möglichkeiten. Entweder wir finden eine andere Finanzierungsquelle oder wir nehmen es aus dem Haushalt oder wir streichen. Und Herr Zastrow und Herr Blödner haben heute zum ersten Mal seit Jahrzehnten öffentlich in diesem Stadtrat das Thema Streichung von Angeboten in den Mund genommen. Das sozusagen steckt eigentlich perspektivisch in diesem Haushalt drin. Denn ich höre schon in zwei Jahren den Herrn Krüger sagen, Haushaltsfinanzierung über Jahre, das machen wir nicht. Und was machen die Grünen dann? Okay, die FDP will keine Anwohner parken, die CDU will keine Haushaltsfinanzierung. Bleibt nur noch Kürzen übrig. So, das ist erst in zwei Jahren. Ich weiß, da kann man vielleicht noch jetzt drüber nachdenken, aber es wird passieren. Ein Wort zum Anwohnerparken, das ist heute nicht das Thema. Aber ich möchte doch hinweisen darauf, dass die Argumentation von Jens Mattis für mich hinreichend absurd ist. Denn wenn ein Auto, ein SUV zum Beispiel, 120 Euro im Jahr für einen Anwohnerparkausweis bezahlen soll, 10 Euro im Monat, dann kann man nicht behaupten, dass dieses Auto oder die haltende Person davon finanziell überlastet wäre. Im Gegenteil, die meisten Leute, gerade auch zum Beispiel in der Neustadt, sind froh über Anwohnerparken, denn sie finden endlich mal einen Parkplatz. Ohne Anwohnerparken gibt es keinen Parkplatz. Ist auch schlecht für Pflegekräfte und so weiter und so fort. Aber wenn es jetzt ein Problem sein sollte, dass es einzelne Menschen gibt, die vielleicht an den 120 Euro nicht die das nicht aufbringen können, die gerade so an der Grenze sind, die auf ihr Auto angewiesen sind, dann lasst uns doch über Ausnahmen nachdenken, ja? Nach welchen Kriterien man dann vielleicht nur 30, 40 oder 50 Euro bezahlen muss. Aber nein, wir lassen alle 70, 80, 90.000 SUVs umsonst auf der Straße stehen. Ja, Herr Wirtz. Es gibt diese Autos und Sie lassen sie bewusst umsonst auf der Straße stehen. Es gibt diese Autos. Es ist nicht die Mehrheit, aber Ihre Partei hat in diesem Stadtrat keinen Plan, wie wir das mit dem Anwohnerparken bei den Autos machen sollen. So, mein Abschluss komme ich jetzt, wird Herr Zastrow freuen, weil Herr Zastrow, Sie sind wirklich genial. Ich meine es ernst, von Herzen. Das ist wirklich genial.
vor 3-4 Jahren Albertstraße, ja, im Stadtrat gewonnen, erstmal die Radwege, die da nicht gekommen sind, und die CDU, also die Neustadt-CDU, freigemacht durch diese Nummer. Ja, die CDU hat ja dann der FDP geholfen. Und oben in Klotzsche, ja, riesige Gewinne. Ja, was für ein Sieger. Ja, und jetzt wieder dasselbe, nur dass jetzt nicht nur die CDU mit dabei ist, sondern auch die Grünen, die einfach sozusagen Anwohner parken und sagen, oh, nee, will ich nicht. Ja, und die Linke, die auch noch dann sozusagen jetzt sich denkt, mit Autopolitik irgendwie Gewinne machen zu können. Meine Damen und Herren, ich glaube, Frau Frohnwieser hat es gesagt, es ist Weihnachten, fröhliche Weihnachten. Wir sehen uns hoffentlich im neuen Jahr wieder. Dankeschön. So, der nächste Redner, Herr Hans, und dann Frau Dr. Vogel. Ach, Sie haben zurückgezogen, ja. Das nehme ich gern dankend an. Dann Frau Dr. Vogel und Herr Aschenbacher dann als Folgender. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Beigeordnete, liebe Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat, liebe Dresdnerinnen und Dresdner. Ertragt einander in Liebe, heißt es an anderer Stelle. Was heißt das für unseren Haushalt jenseits aller Einzelpositionen, die jetzt hier schon alle möglichen Kolleginnen und Kollegen genannt haben? Das heißt zum einen, und ich bin auch als Sozialdemokratin froh, dass wir viele Projekte umsetzen konnten und dieser Haushalt eine starke sozialdemokratische Handschrift trägt, das sei dahingestellt. Ertragt einander in Liebe heißt in der Denkbewegung ertragt einander, dass wir als 5 Fraktionen, CDU, FDP, Linke, Grüne und die SPD, uns zunächst einmal, bevor wir uns über den Haushalt geeinigt haben, uns zu einigen. Das ist in diesem Stadtrat sehr viel wert. Wir haben uns geeinigt, dass wir uns einigen wollen. Und auf dieser Grundlage haben 5 Fraktionen in diesem Stadtrat Pluralität ausgehalten. Sie wissen es, wir erleben es alle 3 Wochen hier in unserem Ehrenamt als Stadträtinnen und Stadträte. Es ist nicht einfach, diese Demokratie, aber sie lohnt sich. Und es ist ein gutes System, in dem wir leben. Und auf dieser Grundlage haben wir 5 Fraktionen diesen Haushalt erstritten und auch, ich sage es ganz bewusst, auch ohne die, die nicht dabei waren, auch erlitten. Denn wir haben verschiedene Positionen gehabt und entsprechend unserer parteipolitischen Ausrichtung verschiedene Dinge gewollt umzusetzen. Und wir haben Kompromisse machen müssen, die schmerzhaft waren für jeden von uns auf seine Weise, die wir hier stehen vor Ihnen. Und diese parteipolitischen Programme auch umsetzen wollen. Und wir haben es trotzdem geschafft, weil wir inhaltlich vor der Position, und zwar der inhaltlichen Position des anderen, nicht zurückgeschreckt sind, weil wir sie ausgehalten, weil wir sie erduldet, weil wir sie ertragen haben, weil wir Demokratinnen und Demokraten sind. Und das ist eine hohe Kunst der Demokratie, dass 5 Fraktionen sich zusammenzufinden, um sich dem überhaupt auszusetzen. Alleine das ist wunderbar, dass das so gelungen ist. Und daran ändert auch nichts, dass die Leute, dass laute Krakeelen von links- und rechtsextremen Fraktionen in diesem Stadtrat, die bestenfalls, und ich sage bewusst linksextrem in diesem Kontext, dissidieren, weil sie Lust am Dissidieren haben. Es ist so einfach zu zerstören. Und sage ich jetzt mal aus sozialdemokratischer Position heraus, ist es interessant, soziologisch zu sehen, wie sozusagen 2 ehemalige Grüne, die nun nicht wirklich dafür stehen, dass hier eine Streitkultur entsteht, sich an der grünen Fraktion psychologisch so derartig abarbeiten, dass sie gerne wieder aufgenommen werden wollen. Ja, so wirkt es mir jedenfalls. Bitte, liebe Grünen-Fraktion, tretet doch mal in Moderationsdialog mit euren beiden Ex-Grünen. Ja. Das ist das eine. Also eine hohe Kunst der Demokratie, dass wir uns zusammen gefunden haben. Ertragt einander in Liebe hat auch noch eine andere Denkbewegung, nämlich die der Liebe. Was heißt das in kommunalpolitischem Kontext? Das heißt, eine Haltung zu entwickeln, wo wir in Respekt streiten, wo wir eine Streitkultur entwickeln, die den Namen verdient. Und da haben gerade die Dissidierenden unter uns noch viel Luft nach oben. Ja? Eine gute, dichte und fachpolitische Debatte war es, und dafür danke ich ganz herzlich Thorsten Hans von den Grünen, und zwar explizit.
Er hat gut geleitet, er hat uns gut dadurch geführt und wir konnten alle in Respekt voreinander unsere inhaltlichen Positionen wahren und es ist gelungen, diesen Änderungsantrag auf den Weg zu bringen. Dafür vielen Dank. Ich danke ebenfalls meinen finanzpolitischen Fachkolleginnen und Fachkollegen aus den anderen Fraktionen. Es waren gute Haushaltsgespräche, es waren konstruktive, dichte und für unsere Familien und unsere Arbeit sehr belastende Gespräche, aber wir haben es geschafft. Vielen Dank an euch dafür. Und dann danke ich auch unserem Oberbürgermeister und hier sage ich bewusst unserem und auch seiner Verwaltung, denn die geht immer unter in dem gesamten Kontext, in dem wir uns als Stadträtinnen und Stadträte bewegen. Die Verwaltung hat einen Antrag mit dem Oberbürgermeister eingebracht, dass wir einen Haushalt hier haben, die hat viel Arbeit geleistet. Und wir durften auf dieser Grundlage als Stadträtinnen und Stadträte einen Änderungsantrag einbringen, der ebenfalls viel Arbeit gekostet hat. Danke dafür an Herrn Hilbert, unseren Oberbürgermeister. Und lassen Sie mich noch eine Bemerkung sagen, auch wenn die hier nichts zu tun hat. Mit Blick auf die ganze Beigeordnetendebatte und die Debatte, die wir jetzt nochmals vertagt haben und so weiter. Herr Hilbert, es kann gut sein, dass Sie andere fachpolitische und Interessen haben, aber niemals habe ich Ihnen unterstellt und ich werde das auch nicht tun, dass Sie nicht mit Ihrer gesamten Person am Wohl dieser Stadt arbeiten. Und zwar mit hohem persönlichem Engagement und auch dafür sage ich Ihnen Dank. Und insofern bin ich sicher, dass wir im Januar endlich diese leidige Beigeordnetendebatte hinter uns bringen. Und zwar Sie als Oberbürgermeister und wir als Stadtrat, damit wir analog unserer Haushaltdebatte endlich das schaffen, wofür wir hier gewählt sind, nämlich auch Beigeordnete zu haben und eine Verwaltung zu haben, die ihren Namen verdient und die insgesamt am Wohl dieser Stadt weiterarbeitet. Und insofern schließe ich mich an für Sie und Ihre Familien, ganz Dresden, Deutschland, Sachsen und die Welt. Gesegnete Weihnachten. Als mein nächster Redner Herr Aschenbach und danach Frau Barkow. Geht es? Ja, geht. Ich finde es ja wirklich großartig, dass hier im Stadtrat ständig betont werden muss, dass, wie toll das ist, dass man dazu in der Lage ist, einen Haushalt zu verhandeln. Wuhu! Applaus dafür. Und das ganz ohne Schlichter, ganz ohne Schlichter. Wolfgang Schäuble wäre bestimmt gern vorbeigerollt. Positive Signale, Schritte in die richtige Richtung, nach vorne gewandt. Man möchte sich übergeben. Jeder hat irgendwas bekommen und so kann sich jeder jetzt irgendwie feiern. Klar ist ja das, was ihr beschließt, deswegen muss es ja gut sein. Alles irgendwie berücksichtigt, wie Herr Hans korrekt sagte. Die zentralen Weichen für die nächsten 2 Jahre werden gestellt, hat der Schäuble gesagt. Naja, schaue ich auf die Kultur, so bleibt der Zug wohl auf dem Abstellgleis. Das Schlimmste des kulturverachtenden Entwurfs des Oberbürgers scheint durch den Änderungsantrag der supertollen Megakoalition aus Grünen, CDU, Linken, SPD und der FDP gemildert. Das begrüße ich. Du hast gar nichts gesagt, aber jetzt, ne? Ja, über die notdürftige Nachlassverwaltung kommt die Kulturpolitik dieser angeblichen Kunst- und Kulturstadt dennoch kaum hinaus. Anderntags werde ich darüber noch ausführlich sprechen, versprochen. Aber neben den vielen Pointen des lustig zusammengestoppelten Änderungsantrags von euch möchte ich meine Liebste nicht verschweigen. 213.000 Euro in 2023 und 185.000 Euro in 2024 für die Ausbildung von Diensthunden und Ausrüstung für das Ordnungsamt und jährlich 200.000 Euro mehr für noch mehr Personal für die sogenannte besondere Einsatzgruppe. Linke beschließen also 800.000 Euro für Diensthunde, Bewaffnung und Ausbau der ebenso unnützen wie fragwürdigen kommunalen Knüppelbande. Wie war das mit dem Auftrag der Wähler? Oder was genau ist daran eine Verbesserung für die Stadt, Herr Kiesling? So, nächste Rednerin, Frau Barkow und danach Herr Dr. Brauns. Jetzt. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren. Immer noch nicht? Okay.
Ja, jetzt. So, ein neuer Versuch. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren. Max Aschenbach, es ist tatsächlich keine Selbstverständlichkeit, dass Fraktionen von Linke über SPD, Grüne, CDU und FDP gemeinsam einen Ersetzungsantrag für einen Haushalt stellen. In der Tat, das ist wirklich keine Selbstverständlichkeit und ich bin sehr froh, dass das gelungen ist. Wäre es nämlich nicht gelungen, dann hieße das massive Kürzungen und tatsächlich auch Schließungen im sozialen Bereich ab Januar. So wäre das hier einfach. Wir als Linke sind mit der Priorität in die Haushaltsverhandlungen reingegangen, dass die soziale Infrastruktur erhalten bleiben muss und dass hier tatsächlich keine Einrichtung geschlossen wird. Denn ich denke, gerade in Anbetracht der aktuellen Situation, wo die finanziellen Sorgen bei etlichen tausend Dresdnerinnen und Dresdnern massiv zugenommen haben, wäre es fatal, wenn nun auch noch die sozialen Angebote weggekürzt worden wären. Denn gerade in solchen angespannten Zeiten wie diesen sind eben Beratungsangebote oder auch die Teilnahme an kostenlosen Aktionen in der Begegnungsstätte um die Ecke ein wichtiger Anker. Daher bin ich tatsächlich wirklich froh, dass es gelungen ist, den Erhalt dieser sozialen Infrastruktur sicherzustellen. Mit dem vorliegenden Ersetzungsantrag werden für die Bereiche Soziales, Gleichstellung und Gesundheitsprävention, die möchte ich hier mal rauspicken, in etwa 4 Millionen Euro zusätzlich pro Jahr zur Verfügung gestellt. Und dieses Plus sichert eben Angebote, darunter Vincent Dreves hat ein paar schon genannt, welche aus der Suchthilfe, medizinische Beratung von Wohnungslosen, eine wirklich umfangreiche Weiterentwicklung in der Seniorenarbeit, Angebote der Gesundheitsförderung für Frauen oder auch Beratung für Arbeitslose und Gewaltbetroffene. Ich möchte einige Projekte hier herausgreifen, die ohne diese zusätzlichen Mittel einfach nicht mehr bestehen würden. Das ist zum Beispiel, Herr Hilbert, Sie haben es schon angesprochen, der Zuschuss für die freien Hebammen. Vor einigen Jahren waren wir als Linksfraktion hier auch maßgeblich daran beteiligt, eine Förderung für die Geburtshilfe und vor allem auch für die Wochenbettbetreuung von frisch gebackenen Müttern auszureichen. Immer häufiger ist es in den Medien zu lesen, dass Hebammen fehlen und Schwangere und junge Mütter diese wichtige Unterstützung einfach fehlt. Und nicht zuletzt, durch dieses Förderprogramm, was wir hier in der Stadt haben, ist es tatsächlich gelungen, dass in Dresden die Betreuung vor, während und nach der Geburt im bundesweiten Vergleich sehr gut dasteht, dass Hebammen hier in ihrem Beruf bleiben, Wochenbettbetreuung dank des Zuschusses auch weiterhin anbieten und so diese wichtige Leistung für Schwangere und Mütter erhalten bleibt. Oder die Anlaufstelle für Alleinerziehende. Seit wenigen Monaten gibt es in Dresden eine neue Fach- und Anlaufstelle für Alleinerziehende, die mit einem kommunalen finanziellen Beitrag hier zu einem richtigen Rundum-Angebot ausgebaut wurde sozusagen, das ganz viele verschiedene Aspekte von Beratung, Begegnung, Unterstützung und Vernetzung in sich vereint. Und Alleinerziehende sind in vielfacher Hinsicht sehr stark gefordert. Alleine die Verantwortung für Kinder zu tragen, ist bereits eine große Leistung, aber hinzu kommt, dass ein großer Teil von ihnen von Armut betroffen ist. Daher ist es gerade für diese Zielgruppe ganz besonders wichtig, wenn sie eben nicht zig Stellen abklappern muss, sondern eine Anlaufstelle vollumfänglich auskunftsfähig ist. Und ein letztes Projekt möchte ich nennen, das ist der Akazienhof in Grunau. Ein Nachbarschaftsprojekt, was sich dafür einsetzt, die eigene Stadtteilgestaltung in die Hand zu nehmen und dort Nachbarschaft miteinander in Kontakt, ins Gespräch zu bringen. Es ist ein interkulturelles Projekt für Jung und Alt, um dort vor Ort Dinge zu gestalten. All das wäre schlicht weg, ohne die zusätzlichen Mittel und den Beschluss des interfraktionellen Antrages. Und ja, Herr Hilbert, nun gilt es natürlich auch sicherzustellen, dass dies nun deutlich höhere Niveau der Förderung auch weiterhin erhalten bleibt und in die mittelfristige Planung einfließt. Denn natürlich ist es für viele Träger ganz besonders wichtig, Planungssicherheit zu haben und auch zu wissen, wie sie in den kommenden Jahren ihre Arbeit ausrichten können. Aber, Herr Hilbert, das ist auch ganz klar ein Appell an Sie, dass Sie die Mehrheitsbeschlüsse zum Haushalt im kommenden Entwurf einfach auch mal widerspiegeln und dass wir nicht bei jeder Haushaltsverhandlung von Mal zu Mal immer wieder aufs Neue die gleichen Kürzungen herauskämpfen müssen.
Aber ich denke, für heute ist es für die Bereiche Soziales, Gleichstellungsarbeit und Gesundheitsprävention ein großer Erfolg, dass diese finanzielle Nachsteuerung mit dem Antrag von Grünen, Linken, CDU, SPD und FDP möglich ist. Und dafür vielen Dank. Geschäftsordnungsantrag, Herr Fischer. Die noch angemeldeten Redner, das ist noch mal eine halbe Stunde. Ich finde es langsam eine Zumutung, dass wir hier so ständig belehrt werden von den Fraktionsmitgliedern. Ich beantrage deshalb Ende der Rednerliste wenigstens. So, es ist Geschäftsordnung, Ende der Rednerliste beantragt. Gibt es Gegenrede? Sehe ich formal. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer für Ende der Rednerliste ist, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen.31 Ja-Stimmen, 18 Nein, 13 Enthaltungen. Damit ist Ende der Rednerliste beschlossen. Und ich werde die Redner jetzt nach abarbeiten. Als nächster Redner ist Herr Dr. Brauns dran, dann Herr Schmählich. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, zwei Punkte. Zum einen allgemein, Herr Kollege Lippmann, ich finde es einfach etwas schade, dass Sie waren bei den Gesprächen nicht dabei, das als undemokratisch bezeichnet haben. Das ist es, meine Damen und Herren, das ist es und das möchte ich betonen, definitiv nicht. Sie sind, wie wir alle, freie Abgeordnete. Sie haben sich einer Fraktion angeschlossen, die jetzt bei den Gesprächen nicht dabei gewesen ist. Ihre Fraktion hat, wie alle anderen Fraktionen, ist frei, auf andere zuzugehen und es zu machen. Das ist Freiheit, das ist Demokratie. Man kann sich aussuchen, mit wem man spricht. Das kann man machen. Das ist zum einen. Zum zweiten, meine Damen und Herren, also nochmal, das hat mit undemokratischem Verhalten gar nichts zu tun und ich wäre sehr dankbar, wenn alle hier im Haus etwas vorsichtig mit solchen Begriffen umgehen würden, die einfach nicht richtig und falsch in diesem Zusammenhang sind. So, jetzt zum zweiten Punkt, meine Damen und Herren, und da freue ich mich sehr, dass es gelungen ist, dass wir endlich im Bereich Ordnung und Sicherheit dazu gekommen sind, die völlig unterfinanzierten und nicht ordnungsgemäß ausgestatteten Bereich von Herrn Lübs auf zu stocken zu können, nicht nur mit den Mitteln für die Ausrüstung, sondern auch, dass wir, weil wir dort Personalsorgen tatsächlich haben, es auch gelungen ist, hier für den nicht einfachen Dienst, den Außendienst der Mitarbeiter dieses Amtes eine Zulage zu finanzieren, um diesen Dienst auch finanziell attraktiv zu machen. Und zum Zweiten, dass es auch gelungen ist, hier notwendige Mehrstellen zu finanzieren. Denn das ist etwas, was ja auch alle Fraktionen erreicht hat, und das möchte ich noch mal betonen, dass im Vergleich zu anderen Städten der gemeindliche Vollzugsdienst, unser gemeindlicher Vollzugsdienst, deutlich personell unterbesetzt ist. Und wir brauchen ihn, denn die Bürger rufen an, die beschweren sich. Und wenn die öffentliche Hand nicht in der Lage ist, Ordnung und Sicherheit zu gewährleisten, eines derjenigen Aufgaben, die an allererster Stelle Pflichtaufgabe der öffentlichen Verwaltung ist, das zu garantieren, dann läuft etwas schief. Und hier machen wir einen guten Beitrag dazu, dass sich das ändert. Und da bin ich sehr dankbar, dass es gelungen ist, diesen vielleicht auch noch zu kleinen Beitrag zu leisten. Insgesamt deswegen sind wir da auf dem richtigen Weg und es war wichtig, dass wir das hier etablieren konnten. So, und jetzt sind die 3 Minuten vorbei und deswegen vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Wortmeldung, Herr Schmählich, dann Herr Wirz. Sehr geehrter Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen,
bedurfte es eines Beispiels, wie man heutzutage auch gewaltsam kommunizieren kann, dann kann man den Beitrag von Frau Dr. Vogel dafür heranziehen, die sich nicht einmal die Mühe gemacht hat, sich mit Argumenten auseinanderzusetzen, sondern sie alles so unter einer psychologisierenden Verbreiung Motive herausgearbeitet hat, warum der Herr Lichti und der Herr Schmählich nicht zertifikationsfähig sind. Da kann ich nur sagen, schämen Sie sich und liebe Christiane Filius-Jene, es ist schon klar, weibliche Solidarität steht über allem. Über allem. Und die andere mehr, die uns jetzt mindestens in 5 Wortbeiträgen erzählt wurde, Pia Barco, nur deshalb, weil sich alle so bewegt haben, nur weil es diese freundliche FDP gegeben hat, konnte man sozialpolitische Errungenschaften machen. Was erzählen Sie uns eigentlich für Märchen, muss ich jetzt mal in aller Deutlichkeit sagen. Wir halten noch mal eine Sache fest. Das Allerwichtigste, gerade bei Haushaltsberatungen, ist, Mehrheiten zu organisieren. Und man nimmt eigentlich keine Koalitionen ins Boot, die über den Durst gehen, also die über diese Mehrheit hinausgehen. Da frage ich Sie mal allen Ernstes, wieso taucht denn dann plötzlich die FDP da überhaupt auf? Die FDP, die es am Ende gelungen ist, das Herzstück dieses Haushaltes, nämlich die Finanzierung des ÖPNV kaputt zu machen, natürlich mit freundlicher Unterstützung der Linken, natürlich mit Unterstützung der CDU, aber eine Sache ist doch klar, man holt sich praktisch solche Vögel mit ins Boot, damit man eine Ausrede hat und sagen kann, wir können nichts dafür, die waren es. Das ist die Realität. Das ist nun mal die Realität, diese Vögel so mit ins Boot. Es ist doch ganz klar, dass in Haushaltsberatungen die einen mit dem Weihrauchbecher durch die Gegend laufen und sagen, wie toll sie sind, und die anderen im Grunde genommen eine Giftspritze dabei haben. Das ist vielleicht auch normal in Haushaltsverhandlungen. Aber Sie müssen mir in einem Punkt noch Rede und Antwort stehen. Hören Sie einfach mal zu, weil es geht doch hier auch manchmal um sachliche Fragen. Diese Rokokokoko hat gerade im Personalbereich einen Auswuchs an Stellen beschlossen oder will es beschließen, der, ich habe mal nachgeguckt, seit 2009 zumindest in dieser Größenordnung von keiner haushaltstragenden Fraktion oder von keinen haushaltstragenden Fraktionen vollzogen worden. Da gibt es ja auch Notwendigkeiten, wenn ich alleine an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für das Wohngeld zuständig sind. Aber in einem Punkt müssen Sie mir mal eine Antwort geben, warum wir 20 Stellen schaffen sollen im Bereich, nämlich der Kontrolle zum Beispiel von Parkverstößen, wenn explizit in dem Beschluss, den Sie als Antrag heute vorgelegt haben, drinsteht, dass explizit kein müder Euro mehr eingenommen werden soll aus der Parkplatzbewirtschaftung. Lesen Sie mal Ihren eigenen Mist, den Sie geschrieben haben. Und dann wird sozusagen trotzdem noch, wenn man wahrscheinlich das im letzten Moment ausgehandelt hat, ja, wird einfach vergessen, diese Frage auch mit Konsequenzen zu belegen. Das zeigt, dass dieser Haushaltskompromiss nicht nur mit heißer Nadel gestrickt wurde, sondern dass auch eine Menge Maschen fallen gelassen wurden. So, nächster Redner, Herr Wirtz, dann Frau Wagner. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, hören wir mal mit der Märchenstunde auf. Der Hauptsatz, den ich zu sagen habe, die Dresdner Verkehrsbetriebe sind in diesem Doppelhaushalt voll ausfinanziert. Wer etwas anderes sagt, der lügt. Erstens. Zweitens, hier die Parkgebühren gegen die DVB auszuspielen, ist in höchstem Maße unlauter, weil sich in den Diskussionen herausgestellt hat, dass gerade die Finanzierung durch angebliche Parkgebührenerhöhung ein ungedeckter Scheck gewesen wäre. Wie wollen Sie denn eigentlich mit einem Doppelhaushalt, der in einem Jahr gültig sein will, Parkgebühren erhöhen, die jetzt noch überhaupt nicht beschlossen sind, wo es keine technischen Voraussetzungen gibt und auch die juristischen und die gesetzlichen Voraussetzungen gar nicht da sind? Sie können nämlich die Bewohnerparkkarte neuerdings in der Kommune mit einer Gebühr versehen,
Sie sind aber mitnichten frei, überall Parkplätze zu vermieten. Nach wie vor ist die gesetzliche, ja, Frau Krause, es ist so, Sie sagen immer, es gibt kein Grundrecht auf Parken. Ein Grundrecht ist es nicht, aber es gibt ein Recht auf Parken, das ist nämlich der allgemeine Gebrauch unserer Straßen. Und das ist insofern wichtig, dass die Stadt nicht frei ist, überall Parkgebühren anzuordnen. Das setzt nach § 45 der Straßenverkehrsordnung und der Verwaltungsvorschrift dazu Parkdruck voraus. Und wenn Sie diesen Parkdruck nicht nachweisen, dann wird es Ihnen passieren, wie neuerdings in Köln Ende Oktober, dass nämlich gegen diese Parkgebühren geklagt wird und diese dann auch nicht bezahlt werden. Das heißt, wer hier auf Parkgebühren baut, der baut auf Sand. Das haben wir im Bauausschuss rausgearbeitet und da ist auch seitens der Verwaltung gesagt worden, die Rechtslage sei der Verwaltung bekannt. Bewohnerparken ist nämlich ein Gebührenbefreiungstatbestand. Sie kriegen Bewohnerparkkarten dort, wo Parkgebühren angeordnet sind und wenn Sie dort nachweisen, dass Sie dort wohnen, ein Fahrzeug haben, dann können Sie sich davon befreien lassen. Das war bisher eine Gebühr von 30 Euro, muss man vielleicht mal drüber reden, aber Sie können Bewohnerparken nicht frei anordnen, wenn Sie keinen Parkdruck nachweisen. Insofern ist es in höchstem Maße unlauter, hier Millionen aus Parkgebühren zu ziehen und zu sagen, das finanzieren wir dann. Es gibt überhaupt keine Voraussetzungen dazu, das ist rechtlich vollkommen im Blauen. Und auch, wie soll denn das ab 1. Januar funktionieren? Also es geht nicht. Es ist nicht ausfinanziert. Das nächste ist, 80.000, 90.000 SUV, hat ja Schulte-Wissermann gesagt. Mir ist nicht bekannt, dass die Dresdnerinnen und Dresdner so reich sind, dass sie alle mit überdimensionierten Fahrzeugen rumfahren. Also in Dresden ist schon auch der gebrauchte Kleinwagen der Standard. Und was wir hier natürlich auch mit schaffen, indem wir sozusagen jede Benutzung der Straße und eines Parkplatzes im höchsten Maße mit Hunderten von Euro gebührenpflichtig machen wollen, das ist die Frage der Gentrifizierung des öffentlichen Raumes. Es nutzt der, der Geld hat. Und der, der kein Geld hat, ist draußen. Und es ist richtig, die Benutzung von Personenkraftwagen unterliegt einer sozialen Schere. Von den unteren 20% verfügen 40% der Familien über ein Fahrzeug und bei den oberen 20% sind es 90% der Familien, dann bis zu 3 Fahrzeugen pro Familie. Und wenn Sie jetzt Gebühren erhöhen, dann passiert Folgendes, dann geht diese soziale Schere nicht zu, sondern sie geht auf. Und in den psychologischen Praxen, da sitzen nicht die Reichen mit ihren Mercedes, mit ihren BMWs und SUV und sagen, wenn ich jetzt Parkgebühren bezahlen muss, dann kann ich mir das nicht mehr leisten, sondern sitzen die Prekären, die sagen, wenn noch irgendetwas ist, dann kann ich dies und jenes nicht mehr tun, dann kann ich das nicht mehr nutzen, dann, wenn noch irgendwas kaputt geht und sowas. Sie setzen dort im Prinzip Arme unter Stress. Die Reichen bezahlen das. Und das Tolle ist, die Reichen mit den SUVs, die greifen sie nicht mal, weil wenn man sich mal in Dresden umschaut, dann sind es nämlich die Stadtrandbewohner, die eigene Grundstücke haben, die eigene Häuser haben, Immobilienbesitzer sind, die auf ihren eigenen Liegenschaften parken, beziehungsweise auch vor ihrem Haus, wo überhaupt gar kein Parkdruck da ist und wo auch nie, auch in den Karten, die uns gegeben worden sind, irgendwie mal Anwohnerparken durchgesetzt werden wird. Insofern ist, und das können Sie sogar auch in dem, in meiner Augen, desaströsen Gutachten von Probst und Konsorten nachweisen, nachlesen auf Seite 89, dass das Recht neu interpretiert werden muss. Und ich kann eigentlich nur allen empfehlen, sich an das Recht zu halten und das Recht anzuwenden. Wenn in einem Gutachten steht, das Recht müsse neu interpretiert werden, dann ist das der Hinweis, Sie begeben sich auf dünnes Eis. So ein Gutachten dürften wir eigentlich nicht bezahlen. Vielen Dank. So, als nächste Rednerin Frau Wagner und dann zum Abschluss Herr Nitsche. Hallo, ja. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kollegen, ich könnte jetzt sagen best for last, aber das macht dann Herr Nitsche. Ja, ich sage es trotzdem best for last. Ich darf das sagen, mein Herz brennt natürlich für den Sport. Bis jetzt ist das Wort Sport meines Erachtens in der Debatte exakt einmal gefallen von meinem Fraktionsvorsitzenden. Herzlichen Dank dafür. Und ich habe mich jetzt doch noch mal gemeldet, um dem Sport hier noch mehr Raum zu geben. Denn ich denke, wir alle, also alle
die jetzt diesen Haushalt mitbeschließen werden, tun dem Sport mit diesem Haushaltsbeschluss wirklich was Gutes. Es ist uns gelungen, ich bin reingegangen in meiner Fraktion mit knapp 12 Millionen Forderungen für den Sport. Das war keine Forderung für irgendwelche Wünsch-dir-was-Träume und Dinge, die nicht notwendig waren. Das war eine wirkliche absolute Bedarfsforderung. Und dann, ja, es gab Abstriche, das wusste man auch vorher, aber dass wir heute hier 5,5 Millionen Euro, 2,8 und 2,7, drauflegen, da möchte ich heute hier im Namen der Sportvereine und der Sportanlagen, die davon profitieren werden, wirklich meinen Dank aussprechen an uns alle. Und ich finde, da könnten wir uns auch alle selber mal einen Applaus geben. So, das darf man auch mal machen. Man darf sich nämlich mal selber auf die Schulter klopfen, wenn es für was Sinnvolles ist. Da möchte ich gleich auch einen kleinen Applaus noch für Herrn Hilbert einladen, weil Sie, Herr Hilbert, haben nämlich auch dafür gesorgt. Wir haben nicht nur in der investiven Sportförderung und in dem Investhaushalt vom Eigenbetrieb viele Dinge nicht machen können mit dem eigentlichen Haushaltsentwurf, sondern auch im konsumtiven Bereich der Sportförderung klaffte eine sehr, sehr große Lücke. Unter anderem, weil mal wieder die 280.000 Euro fürs Trainingszentrum Betriebskosten Dynamo Dresden nicht draufgelegt waren. Und deswegen muss ich wirklich sagen, Herr Oberbürgermeister, das war ein feiner Schachzug von Ihnen, dass Sie, als Sie nochmal Geld verteilen konnten, 300.000 pro Jahr für die konsumtive Sportförderung draufgelegt haben. Da muss man auch schon mal Danke sagen. Ja, finde ich fair. So, und jetzt noch mal kurz zu ein paar Details, weil was wir mit diesen 5,5 Millionen machen, das kann sich nämlich wirklich sehen lassen. Nur ein paar Auszüge. Wir investieren knapp 2 Millionen in das Perspektivszenario des Sportparks Ostra. Damit wird der Leistungssport in Dresden um Meilen nach vorn gepusht. Wir werden dort weiterarbeiten, sobald dieses Stadion steht. Und das wird uns als Sportstadt noch einen ganz anderen Namen machen. Das ist wirklich toll, dass wir das gemacht haben, vor allen Dingen, weil wir eine relativ kleine Summe investieren und ein riesengroßer Batzen, nämlich 80% oder 90% über eine Privatinvestition dann on top kommen. Und das machen wir mit unserem Beschluss heute möglich. Zweiter Punkt. Ja, wir merzen auch Dinge aus, die nicht gut gelaufen sind. Wir sorgen dafür, dass die Ausstattung des Heinz-Steyer-Stadions und die Versicherung jetzt finanziert sind und dass wir damit nicht den Wirtschaftsplan umschmeißen müssen und andere Sportmaßnahmen, sage ich mal, bluten lassen müssen, sondern wir legen es on top und die anderen Dinge, die ursprünglich geplant waren, die können wir jetzt finanzieren. Dritter Punkt, Schachwitz haben wir heute noch mal als Thema auf der Tagesordnung. Das räumen wir mit unserem Haushaltsbeschluss jetzt ab. Wir haben diese 400.000 Euro für diese unglaublich problematische Situation im Sommer, was diesen Verein dort ereilt hat. Die haben wir jetzt reingepackt, wir können jetzt ausschreiben und nächstes Jahr wird das Ding gebaut und die Schachwitzer können ihren Platz wieder nutzen. Thema Saneco, Thema Werterhalt ist immer ein Thema. Was wir aber auch machen, Sport ist ja ein wenig wirtschaftliches Unternehmen und keine kommunale Pflichtaufgabe. Aber wir sagen hier, ja, Eigenbetrieb, bitte investiere in einen Campingplatz, damit du binnen 10 Jahren unsere Investition rausholst, indem du selber Geld erwirtschaftest. Dafür geben wir das Geld, das ist nachhaltiges Handeln. Das gleiche Thema beim IT, wo jeder Euro, den wir hier jetzt einstellen, mit einem Euro über das Smart City Programm sozusagen verdoppelt wird. Das ist eine sinnvolle Maßnahme. Und schließlich letzter Punkt, die Dresden Monarchs. Ja, dieses Trainingszentrum hat uns in der letzten Zeit sehr intensiv befasst. Wir haben sogar einen einstimmigen Stadtratsbeschluss gefasst, dass wir diesen Verein nicht im Regen stehen lassen. Bin ich sehr dankbar dafür, dass das auch sehr breit getragen wurde. Und mit diesem Haushaltsbeschluss tragen wir unserem eigenen Beschluss Rechnung, weil es leider nicht gelungen ist, dass das von Seiten der Stadtverwaltung geklärt werden konnte, aber wir klären es jetzt politisch und das finde ich absolut korrekt. Eine abschließende Bemerkung. Ich bin als Sportpolitikerin wirklich den handelnden Personen, die in den Verhandlungsrunden saßen, sehr, sehr dankbar. Ja, ich musste kürzen von 12 Millionen auf 5,5. Das tat enorm weh. Aber wenigstens hatten wir dann gemeinsam die Möglichkeit, mit diesen 5,5 Millionen ganz gezielt bestimmte Projekte im investiven Bereich zu fördern. Das tat weh, aber es hat Spaß gemacht und dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Und nächstes Jahr bauen wir wieder ganz viel im Sport und darüber freue ich mich. Sportfrei.
So, und zum Abschluss unserer Debatte, Herr Nitsche. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich bin jetzt hier nicht vorgegangen, um nochmal in irgendeiner Art und Weise Tränen zu vergießen oder um mich an Beweihräucherungen zu beteiligen. Mir geht es um zwei wichtige Dinge, auf die ich darauf hinweisen will. Das erste: Demokratie lebt von der Beteiligung aller und nicht vom Ausschluss einiger, auch demokratisch Gewählter. Das gilt nicht nur für Debatten, wo wir jetzt mit dabei gewesen sind, sondern, und das trifft drei Fraktionen, das gilt auch für Beratungsprozesse. So lernen das Ihre Kinder in der Schule und so sollte das auch stattfinden. Insoweit freue ich mich auf die nächste Haushaltsdebatte 2024. Und der zweite Punkt betrifft Sie, Herr Oberbürgermeister. Sie haben, und das kann ich vielleicht in gewisser Weise nachvollziehen, der Debatte scheinbar nicht mit hundertprozentiger Aufmerksamkeit verfolgt, denn sonst wäre Ihnen wahrscheinlich ein was nicht passiert, dass Sie das meiner Meinung nach zumindest versäumt haben, einen Ordnungsruf zu erteilen. Denn wer die Mitarbeiter des gemeindlichen Vollzugsdienstes als, ich zitiere, Knüppelbande bezeichnet, so wie es Herr Aschenbach gemacht hat, der hat eben solchen verdient. Und insoweit bitte ich Sie, das zu prüfen und sich, so wie wir das alle machen sollten, vor die Mitarbeiter der Stadt zu stellen. So, damit ist die Debatte zum Haushalt beendet und wir steigen ein in die Beschlussfassung. Und ich gehe mal in der Reihenfolge auch der eingebrachten Anträge, Änderungsanträge durch. Zunächst darf ich den Ersetzungsantrag der Freien Wähler, Freie Bürger zur Abstimmung stellen. Wer dem zustimmen möchte, der wäre jetzt an der Reihe. Acht Ja, 47 Nein, acht Enthaltung, damit abgelehnt. Wir kommen zum Ersetzungsantrag AfD. Wer dem zustimmen möchte, der ist jetzt an der Reihe. Vierzehn Ja-Stimmen, 48 Nein, zwei Enthaltungen, wird damit ebenso abgelehnt. Dann haben wir einen Ergänzungsantrag noch von Fraktion Dissidenten. Wer diesem zustimmen möchte, der ist jetzt an der Reihe. Zwei Ja-Stimmen, 60 Nein-Stimmen, zwei Enthaltungen, damit auch abgelehnt. Das bringt uns zur Abstimmung dann über den federführenden Ausschussbericht. Hier bitte ich, und da bitte ich um Aufmerksamkeit, in der Ausfertigung zum federführenden Ausschussbericht, der Ihnen vorliegt, ist ein kleiner Fehler insofern entstanden, dass das natürlich Änderungen waren zum eigentlichen Vorlage. Und mit diesem müssen natürlich auch drin stehen. Also, dass wir die Haushaltssatzung beschließen, dass wir die Wirtschaftspläne beschließen und dass wir dann auch den Punkt 3, was die entsprechenden Hinwirkungen auch beihilferechtliche Vorgaben angehen. Und das waren Änderungen dazu. Das ist nicht abgeführt. Ich will es explizit betonen, wir würden jetzt über diesen Punkt, was jetzt der Beschlussvorschlag war, mit der Änderung, wie der Finanzausschuss es empfohlen hat, abstimmen. Nicht, dass dann Verwunderungen kommen für die Beschlussausfertigung des Rates, wenn da was anderes drin steht. Allen klar?
So, dann darf ich fragen, wer dem federführenden Ausschussbericht, so wie ich es gerade ausgeführt habe, die Zustimmung gibt. Den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Fünfundvierzig Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen, eine Enthaltung, damit so beschlossen. Damit haben wir nach intensiver Diskussion einen verabschiedeten Haushalt, den wir jetzt aufbereiten und dann bei der Landesdirektion einreichen.